Kottan ermittelt, Original Wiener Blut von Helmut Zenker. Die Hauptpersonen: Adolf Kottan, 41 Jahre, ständiger Lederjackenträger, Biertrinker und Teilzeitkriminalbeamter, dem es noch immer nicht gelungen ist, Paul Anker kennenzulernen. Alfred Schrammel, 50 Jahre, kriminalistisches Glühwürmchen und neuerdings Dichter. Paul Schremser, 55 Jahre, schafft, obwohl er ein Bein verloren hat, den Sprung auf den Dezernatsleiterzug. Herbert Pilch, 55 Jahre, erfolgloser Dezernatsleiter, später pedanter Polizeipräsident, hat für alles ein Herz, außer für Kottan, Fliegen und einen alleinstehenden Kaffeeautomaten. Peter Batzak, 59 Jahre, kommt nicht vor und hat mit diesen Geschichten nichts zu tun. Sein Kommentar: Gott sei Dank. Ilse Kottan und Aloysia Kottan treten nur sporadisch auf. Protesttelegramm an den Autor ist unterwegs. Erwin Drüppeler, 65 Jahre, ein Mann mit vielen Berufen und vielen Vergangenheiten. Hat er sich gebessert, weil er in diesem Buch nur eine Leiche findet? Der Mord in der Hartlgasse. Am letzten Feiertag war Adolf Kottan Major im Wiener Sicherheitsbüro, 41 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, der Mann des Monats. In der Österreich-Ausgabe von Aktenzeichen XY werden regelmäßig vor der Bekanntgabe der ersten Publikumsergebnisse in der Spätsendung die Männer des Monats vorgestellt. Tüchtige Gendarmeriebeamte, denen oft nur der Zufall geholfen hat, erfolgreiche Ermittler, tapfere Bank- und Sparkassenangestellte und so weiter. Jeden Monat ein Mann des Monats. Frauen sind nur selten dabei. Adolf Kottan ist anstelle seines Vorgesetzten, des Dezernatsleiters Herbert Pilch, der durch Auslandsaufenthalt, Kriminologentagung in Luzern, verhindert war, vor den Schwarz-Weiß-Kameras gesessen. Grund: Im Vorjahr wurden von 23 verübten Morden 23 aufgeklärt. Grund genug. Der TV-Interviewer, Experte des ORF für Verbrecherjagden, Dressurreiten und Weltraumflüge, ließ Kottan allerdings kaum zu Wort kommen. Kottan durfte fast nur mit Ja oder Nein antworten. Er verzichtete in dieser Woche auf die im Voraus bezahlten Kantinermahlzeiten, um allen Anspielungen auszuweichen. Auch der Paternoster zieht ohne Kottan seine knarrende Bahn. Der Briefträger Bruno Lerch hat es für einen erkrankten Kollegen desselben Zustellerreons übernommen, die fälligen Pensionen auch in dem Teil des Reons auszutragen, für den er eigentlich nicht zuständig ist. Er macht sich dafür aber erst am Nachmittag des 12. Juli mit mündlicher Genehmigung des zuständigen Postinspektors auf den Weg. Die meisten Pensionsempfänger erwarten ihn schon aufgeregt in kleinen Gruppen auf den Gehsteigen vor den Haustoren. In der Hartlgasse 16a sind nur 2 kleine Renten auszuzahlen. Lerch klopft im Hochparterre an die Wohnungstür von Gertrude Klenner, weil die Drehklingel unter dem längst überflüssigen Briefkasten kein Geräusch macht. Es wird nicht geöffnet. Eine Frau mit dünnem Einkaufsnetz, die plötzlich hinter dem Briefträger steht, meint: »Sie müssen schon lauter klopfen, da haben wir die Kenner ja sein, weil das Licht brennt.« Sie zeigt auf den Lichtspalt unter der Wohnungstür. »Vielleicht ist das Fenster auf die Straßen offen«, sagt sie dann, als auch auf heftiges Klopfen nicht aufgemacht wird. Pauline Schwab, 52 Jahre, geht vor Lerch auf den Gehsteig und zeigt ihm mit ausgestrecktem Arm das angeblich auch im Winter meistens offene Fenster der Pensionistin im Hochparterre. Der Briefträger steigt auf den schmalen Mauervorsprung und schiebt den ergrauten Vorhang zur Seite. »Seng's was?« will die Schwab wissen. »Jo«, sagt Lerch, »da liegt wer auf dem Boden.« »Auf dem Boden?« Die Frau macht 2 Schritte nach hinten und rempelt die volle Mülltonne. »Jo, wo sonst? Vielleicht ist der Frau Kleiner schlecht worden. Wir hatten da ein Telefon. Im Haus nur der Architekt Lustig, sonst niemand. Und der Fleischhocker hat auch eins, der Sterzinger, um die Ecke.« Auch wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellt, kann sie nicht durch das Fenster schauen. Für den Mauervorsprung fehlt ihr der Mut. Bruno Lerch alarmiert vom genannten Geschäft aus die Rettung.
Als er ins Stiegenhaus zurückkehrt, entdeckt er eine junge Jugoslawin, die gerade dabei ist, die Wohnungstür der Frau Klenner aufzusperren. »Was machen Sie da? Ich bin zum Aufräumen gekommen!« Die Schwab überreicht dem Briefträger ihre Tasche und drängt sich entschlossen in die Wohnung durch. Schon im quadratischen Vorzimmer kommt sie zum Stehen. »Die ist hin, die Klenner!« schreit sie. »Jetzt können Sie die Polizei auch gleich verständigen!« Lerch kommt doch in die Wohnung. Gertrude Klenner liegt auf dem kaputten Parkettboden auf dem Rücken. In ihrer Brust steckt ein Brotmesser. Nach wenigen Handgriffen bestätigt die Rettungsärztin, dass die Frau Klenner im Zimmer tot ist. Lerch stellt sich der Ärztin, die mit dem Polizisten der Funkstreife sprechen will, in den Weg. »Ist die Frau garantiert tot?« »Ja«, sagt die Ärztin und zündet sich eine Zigarette an. »Sie müssen wissen, ich bin hier der Briefträger. Heute werden die Renten ausgetragen.« »Na und?« »Ich muss sicher sein«, sagt Lerch, »dass die Frau gestorben ist.« »Ganz sicher. Ich will sie nicht ärgern oder aufhalten. Deswegen frage ich sie, besteht da noch eine Zustellbarkeit?« »Nein«, sagt die Ärztin. Erst jetzt schreit der Briefträger beim nächsten Fensterbrett nach dem Durchstreichen des Namens der Frau Klenner auf der Zahlungsanweisung sein vorgeschriebenes Empfänger verstorben hin. Die erste Agenturmeldung ist lakonisch wie in allen Fällen. Weil sie am Dienstag erst nach 19 Uhr in den Redaktionen der Tageszeitungen eintrifft, kommt sie für den nächsten Tag, den 13. Juli, ohnehin zu spät. In der zweiten Zeit im Bild wird sie unkommentiert vor den Sportresultaten wiedergegeben. Um 15.30 Uhr wurde die 62-jährige Pensionistin Gertrude Klenner in ihrer Wohnung in Wien 20, Hartelgasse 16a, tot aufgefunden. Die Polizisten der Funkstreife Jonathan 2 alarmierten die Mordkommission, weil das Zimmer, in dem die Tote gefunden wurde, verwüstet war. Der Rettungsarzt, der gleichzeitig mit der Funkstreife eingetroffen war, stellte Würgespuren am Hals der Toten und zwei Stiche fest. Gefunden wurde die Frau von der Jugoslawin Hanna Bajewitsch, die einen Schlüssel zur Wohnung besitzt und jeden zweiten Tag zum Aufräumen kommt. Der Polizei ist es bis jetzt nicht gelungen, festzustellen, ob etwas und wie viel aus der Wohnung geraubt worden ist. Der Nachmittag im Hause Hartelgasse 16a hat für Adolf Kotter nicht viel Ereignisse gebracht. Er hat lediglich erfahren, dass die Pensionistin sehr oft Besuch von Gastarbeitern hatte, was die Mehrheit der Hausbewohner nicht verwunderte, denn jeder im Zinshaus weiß, dass die Klenner in Stadlau zwei einstöckige Häuser besessen hat, die an jugoslawische Arbeiter und ihre Familien vermietet sind. Angeblich hat sich die Klenner von der Jugoslawin, die zum Aufräumen gekommen ist, auch ihre Einkäufe besorgen lassen. Von dieser Hanna Bajewitsch weiß der Major auch den genaueren Standort der beiden nebeneinander liegenden Häuser in Stadlau. Bis 20 Uhr war es Kottern möglich, mit allen gemeldeten Bewohnern des Mordhauses zu sprechen. Nur die direkte Nachbarin der Klenner, Ernestine Kucharik, war nicht anzutreffen. »Die Ersten ist dran!« schreit Schremser durch die Flügeltür. Er hält den Telefonhörer in der erhobenen Hand. »Herüberlegen!« schreit Kottern. Die gelederte Ledertür hat er immer fast geöffnet. Nur wenn er mit seinen inoffiziellen Damenbekanntschaften telefonieren will, macht er die Doppeltür zu. Die offene Tür gewährleistet eine ausreichende Kontrolle seiner ständigen Mitarbeiter. Auf das Wort Mitarbeiter legt Kottern Wert. Derzeit hat der Major drei Leute zur dauernden Verfügung. Schrammel, 45 Jahre, kommt vom Raubdezernat, Schremser, 50 Jahre, beinamputierter Innendienstler, und die Sekretärin Fräulein Domnanovic, die eben erst vor wenigen Wochen endgültig bewilligt wurde. Vorher war sie auf einem Bezirkskommissariat. Dort hatte sie sogar eine elektrische Schreibmaschine zu ihrer Verfügung, so einen Kasten, den man nur leicht berühren muss, dann schreibt er schon. Im Sicherheitsbüro muss sich die Sekretärin auf einer alten Olivetti herumplagen. Beim Fräulein Domnanovic, wie alle hier sagen, obwohl sie unglücklich verlobt ist, wäre noch eine Einladung zum Abendessen fällig. Nächste Woche nimmt Kottern sich vor, wenn seine Frau auf Krankenkassenerholung in Oberösterreich ist.
Schrammel steht schon mit erwartungsvollem Gesicht im Zimmer, neben dem winzigen, abgetretenen Teppich, als Kottan den schweren Telefonhörer auf den Apparat fallen lässt. Er lässt ihn wirklich fallen. Scheiß Verbindung! Regt Kottan sich auf. Da sitzt die Ärztin zwei Stockwerke unter mir im selben Haus und ich verstehe sie so schlecht, als ob ich mit Uruguay telefonieren würde. Was hat sie gesagt? Fragt Schrammel. Na, du wirst staunen, grinst Kottan. Die Kleine ist erstochen worden. Ja, sagt Schrammel und zieht ein finsteres Gesicht. Das habe ich selber sehen können. Moment, sagt Kottan. Moment, der Clou kommt erst. Die Kleine hat kurz vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr gehabt. Der Major grinst schon wieder. Die alte Dame, staunt Schrammel. Frau, verbessert Kottan. Gespräch mit Ernestine Kucharik, 72 Jahre. Schrammel, wo sind Sie gestern am Nachmittag gewesen? Frau Kucharik, in Stammersdorf. Ich bin gleich noch Mittag gefahren. Vom Wallensteinplatz weg mit dem 231er. Schrammel, was haben Sie in Stammersdorf gemacht? Frau Kucharik, ist es wichtig? Mein Mann habe ich besucht, den besuche ich ja fast jeden Tag. Schrammel, aha, was macht der Mann da? Laut Zentralmeldeamt ist er in ihrer Wohnung gar nicht angemeldet. Frau Kucharik, der Herbert ist tot. In Stammersdorf ist der Friedhof. Ich fahr praktisch jeden Tag hin. Kottan, entschuldigen. Frau Kucharik, macht nix. Schrammel, kennen Sie, ich meine, kannten Sie die Frau Kleiner? Frau Kucharik, na freilich kenne ich die. Sie hat ja die Wohnung neben meiner gehabt. Kottan, kannten Sie sie besser oder nur so? Frau Kucharik, na besonders viel habe ich nicht mit ihr zu tun gehabt. Allerdings hat sie sich auch nicht um die anderen Parteien im Haus geschert. Hat ja sowieso laufend Besuch gehabt. Schrammel, von den Gastarbeitern? Frau Kucharik, Fremdarbeitern. Wenn sie das wissen, dann wissen sie auch, warum die immer gekommen sind. Schrammel, sicher, Kottan. Die Miete abliefern. Frau Kucharik kichert. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Die sind nur dann gekommen, wenn sie kein Geld gehabt haben, das sie hätten abliefern können. Die Kleine hat die Jugoslawen die Miete persönlich abarbeiten lassen. Wenigstens einen Teil. Kottan, Sie meinen, die Frau Kleine hat, ich will sagen, Schrammel. Sie hat sich also die Miete auch mit, na sagen wir, Liebesdiensten bezahlen lassen? Frau Kucharik. Ja, richtig. Fast jeden Tag waren welche da, bei ihr in der Wohnung. Fast jeden Tag. Schrammel. Ja, wieso sind Sie sich so sicher? Die anderen Hausbewohner haben die Jugoslawen zwar auch gesehen, aber davon haben die offenbar keine Ahnung gehabt. Frau Kucharik. Ich hab eben eine Ahnung gehabt. Kottan. Also woher? Hat die Kleine Ihnen das selber erzählt? Frau Kucharik. Erzählt nicht. Mit der hab ich doch nichts geredet. Ich hab die Wohnung daneben und das alte Ferkel war nicht einmal leise. Schrammel, haben Sie die Jugoslawen selber gesehen? Frau Kucharik, sicher? Meine Tür ist ja immer offen, wenn ich daheim bin. Ich hab nur das eine Zimmer. Eigentlich ist es ja nur ein Kabinett. Das Stiegenhaus und der Gang sind sozusagen mein Vorzimmer. Kottan, ah, ich verstehe. Würden Sie welche erkennen von den Jugoslawen? Wiedererkennen? Frau Kucharik, möglich. Ich weiß nicht. Die schauen alle gleich aus. Adolf Kottan im Auto, auf dem Beifahrersitz, unter den verstellbaren Gurt gequetscht. Schrammel lenkt schweigend. Schweigen liegt ihm. Die Dolmetscherin sitzt hinten und raucht eine Dreier im Zigarettenspitz. Rückfahrt. 5 Stunden haben die Befragungen gedauert, nachdem Schrammel noch gestern eine komplette Liste der Jugoslawen, die in den beiden verfallenen Kellnerhäusern wohnen, zusammengestellt hat. Insgesamt 32, davon 5 Frauen und 4 Kinder. Die Männer arbeiten fast alle im selben Zellstoffbetrieb. Die Dolmetscherin hat der Major tatsächlich gebraucht. Die Jugoslawen haben alle ganz plötzlich, wie er sich das gedacht hat, kein Wort Deutsch mehr geredet. 6 Jugoslawen haben jedenfalls schnell zugegeben, öfters bei der Hausbesitzerin Kleiner gewesen zu sein. Einer von den 6 ist mit der Aufräumefrau Bajewitsch,
die die Tote gefunden hat, verheiratet. Das bringt Kott dann umgehend zu einer Vermutung. Er schickt, als sie im Sicherheitsbüro eintreffen, Schrammel gleich in die Hartlgasse weiter. Am Dienstag will ja keiner der Jugoslawen bei der Ermordeten gewesen sein. Schremser fragt bereits bei der Firma nach, ob einer der Jugoslawen am Dienstag nicht in die Firma gekommen oder früher gegangen ist. Erfolg am Rande, drei Jugoslawen haben keine Arbeitsgenehmigung. Die sitzen schon auf dem zuständigen Stadtlauer Kommissariat. Die Beamten, die für die Durchsuchung der Klennerwohnung verantwortlich sind, haben mit einiger Verspätung doch eine Entdeckung gemacht. Ein Taschenkalender der Toten wurde sichergestellt, der in einem versteckten Fach unter dem Fenster gelegen ist. Dass der Kalender der Toten gehört, hat sich leicht feststellen lassen, weil Gertrude Klenner selbst mit Tintenblei ihren Namen, ihre Adresse und sogar ihre Blutgruppe auf die erste Seite geschrieben hatte. Bei verschiedenen Tagen sind Eintragungen zu finden, meistens nur Uhrzeiten, aber keine Eintragung für einen Tag, der noch nicht vorbei ist. Das kleine Adressenverzeichnis hinten ist leer. Auf der vorletzten Seite stehen unter dem gedruckten Wort Notizen 43 27 86 R.P. 500.000 62 65 568 H.Z. 900.000 33 93 98 A.I. 700.000. Kottan versucht es mit der ersten Telefonnummer, denn er ist überzeugt, dass es sich nur um Telefonnummern handeln kann. Wahrscheinlich der 8. Bezirk. Ein Mann meldet sich, der erklärt, er sei Anlageberater und habe sich ohnehin gerade an die Polizei wenden wollen. Er habe aus der Zeitung erfahren müssen, dass eine seiner Kundinnen ermordet worden sei. Kottan lässt sich die Adresse des Mannes durchsagen und bestellt seinen Dienstwagen zum Eingang. Nach 2 Stunden wieder im Büro weiß Kottan Bescheid. Insgesamt hat der Berater für die Ermordete 493.000 Schilling angelegt, davon nur 50.000 auf einem gewöhnlichen, aber gesperrten Konto. Die beiden anderen Telefonnummern kennt der Anlageberater Robert Puchinger nicht. Er hält es aber für möglich, dass auch andere Berater oder Beratungsbüros von Gertrude Klenner beauftragt wurden. Die Pensionistin ist also, wenn auch die 2 anderen Zahlen in den Klammern sich als richtig herausstellen sollen, zumindest doppelte Millionärin. Schrammel und Schremser kehren zurück. Die Vermutungen des Majors bestätigen sich. 2 der Bewohner des Hauses Hartlgasse 16a können sich erinnern, dass die Aufräumefrau Bajewitsch am Dienstag bereits um 13 Uhr im Haus war. Das heißt, als sie um 15.30 Uhr vor der Wohnung stand, war sie schon zum 2. Mal im Haus. Laut Arztbericht ist die Klenner zwischen 12 und 15 Uhr erstochen worden. Schremser bringt eine ebenfalls passende Information. Bajewitsch und ein 2. Jugoslawe waren am Dienstag nicht in der Zellstoffbude. Er oder sie, sagt Schrammel. Ja, wir können raten. Die Feststellung amüsiert nur Schrammel selber. Es wird alles kein Problem sein, glaubt Kottan, der sicher ist, dass es im Fall jetzt ruckzuck gehen wird. Er beeilt sich nicht einmal zum Wagen. Schrammel steigt hinter das Lenkrad und Dolmetscherin muss auch noch einmal mit nach Stadtlau. Schremser soll sich routinemäßig um die restlichen 2 Telefonnummern aus dem Kalender kümmern. Kottan denkt im Polizeiwagen verschiedene Möglichkeiten durch. Am ehesten glaubt er dann, dass der Mann der Aufräumefrau die Besitzerin der Pensionistin erstochen hat. Die Frau wird die Tote gefunden haben und ein 2. Mal in die Wohnung gekommen sein, um irgendetwas mitgehen zu lassen. Wird alles kein Problem sein, sagt Kottan jetzt auch zur Dolmetscherin, die hinten in der Mitte sitzt und vergeblich darauf wartet, dass Kottan ihr Feuer gibt. Schließlich redet der Major nur noch mit sich selbst. Lange haben wir ja nicht gebraucht. 2 Tage und die Sache ist geschnupft. Der Papa Kottan hat das wiederum im Handumdrehen erledigt. Die 2 Jugos werden schnell umfallen. Verlässlich. Der Bilch muss froh sein, dass er mich hat. Es ist doch ein Problem geworden. 1 Stunde ist um. Der 35-jährige Milan Bajewitsch hat zwar zugegeben, am Dienstag doch bei der Ermordeten gewesen zu sein.
Die Wohnung, behauptet er, habe er aber schon vor 12 wieder verlassen. Seine Frau erklärt, dass sie um 13 Uhr die Leiche der Klenner entdeckt und sich danach auf die Suche nach ihrem Mann gemacht habe, weil sie der Meinung gewesen sei, er habe die Klenner umgebracht. Warum sie schließlich noch einmal in die Wohnung wollte, sagte sie nicht. »Adoptieren hat sie was wollen«, sagt Schrammel. »Ist eh klar«, die Dolmetscherin übersetzt leise. Die Jugoslawin macht jetzt den Mund gar nicht mehr auf. Kottan will das komplette Ehepaar ins Sicherheitsbüro mitnehmen. Stur können ihm die zwei nicht kommen. Er überlegt bereits ein zweites Manöver, kommt aber zu keinem Schluss, weil ein Anruf für ihn gekommen ist. Der Major muss ins nächste Wirtshaus. »Rein die zwei gleich ins Auto«, sagt Kottan zu Schrammel. Im Wirtshaus wird Kottan vom Wirt mit dem Telefonhörer in der Hand erwartet. Schremser meldet sich. Der Wirt geht keinen Schritt vom Telefon weg. »Die Geschichte ist aus«, sagt Schremser. »Was?« »Geklärt. Ein Geständnis habe ich auch schon.« »Ja, von wem?« fragt Kottan. »Wir hatten was gestanden.« »Der Mann heißt Alois Lustig, Anlageberater, Steuerberater. Der war der letzte von den drei Herrschaften im Kalender. Der wohnt übrigens in der Hartlgasse 16a, wo ihn alle für einen Architekten gehalten haben. Und? Der hat sofort alles zugegeben, als ich die Unterlagen seiner Anlagen für die Kleiner anschauen wollte.« »Ruckzuck«, denkt Kottan. »Alles unterschlagen?« »Fast alles.« Kottan geht nicht mehr ins Jugoslawenhaus zurück. Die Dolmetscherin, die noch im Haus wartet, lässt er von Schrammel herausholen. Das jugoslawische Ehepaar wird trotzdem mitgenommen. Auf der Reisbrücke schert ein 4600 aus der rechten Fahrspur aus, direkt vor dem Polizeiwagen, den Schrammel stark abbremsen muss, weil er mit 80 gefahren ist. Kottan rutscht vom Sitz und schlägt, er hat sich nicht angeschnallt, mit der Stirn gegen das Armaturenbrett. Bei der nächsten Ampel kommt der Polizeiwagen neben dem Fiat zum Stillstand. »Das Fenster runter«, befiehlt Kottan. Er beugt sich zu dem von Schrammel rasch hinuntergekurbelten Fenster und schreit »Oberschloch«. Dann setzt er sich wieder steif hin und fixiert das Rot der Ampel. »Du kannst wieder hinaufdrehen.« Entführung am Morgen. Major Kottan, 41 Jahre, hat sein Büro im Morddezernat des Wiener Sicherheitsbüros pünktlich um 8 Uhr betreten. Seit Montag bereichert ein flacher Stein aus der Donau das Chaos auf seinem Schreibtisch. Unter dem bemalten und lackierten Stein liegen gewöhnlich etliche Zettel, auf denen notiert ist, was nicht vergessen und schleunigst erledigt werden muss. Heute liegt da nur eine Notiz. Betriebsleiter Pilch wünscht absolut dringend einen Rückruf. Kottan, der eine Stellungnahme zu irgendeinem unaufgeklärten Mord erwartet, wählt Herbert Pilchs Klappe, landet bei der flüsternden Sekretärin, von der gleich ins Büro des Betriebsleiters bestellt wird. Weil Kottan dabei ohnehin beim Kaffeeautomaten im zweiten Stock vorbeikommen muss, soll er einen Becher Kaffee mitbringen. Nähere Angabe: ohne Milch, mit Süßstoff. 3 Minuten später befindet sich Kottan im Pilz geräumigen Büro. Der Becher Kaffee hat in die rechte Hand des Vorgesetzten gewechselt. Pilch nimmt einen Schluck und grinst selbstzufrieden in Richtung Kottan, der in seiner geschlossenen Lederjacke, Modell 1974, bleibt. »Sie sind völlig out, Kottan«, verkündet Pilch. »Wer sagt es?« »Ich! Solange das nur Sie sagen. Nicht einmal das Fernsehen, das sie noch gelegentlich erwähnt hat, nimmt inzwischen Notiz von Ihnen. Und zu meiner Erfolgsbilanz leisten Sie auch keinen einzigen Beitrag.« »Ah, wir hatten den Mord in der Nobody Bar aufgeklärt«, wendet Kottan ein. »Der Täter mit seinem unüberlegten Geständnis. Sie selber tragen jedenfalls zu den Erfolgen des Senats, für die Sie sich bei jeder Gelegenheit feiern lassen, gar nicht bei.« »Schluss, Kottan!« Pilch lehnt sich zitternd zurück, schnuppert am Kaffeebecher und beruhigt sich wieder. »Soll, muss oder darf ich wen verhaften?« »Ja«, sagt Pilch. Er senkt Blick und Stimme. »Es ist allerdings eine vertrauliche Angelegenheit. Ich bin dann mit einer jungen Dame bekannt.« »Aha, mit der Ihre Frau nicht bekannt ist«, setzt Kottan fort.
passiert manchmal auch den besten Kriminalbeamten. Lassen Sie mich ausreden! Sie ist entführt worden. Gekidnappt? Nein, entführt! Da ist ein Brief von ihr, den ich heute bekommen hab. Mit der Dienstpost? Erst unter dem Scheibenwischer meines Privatwagens gesteckt. Cotton überfliegt den Brief, der auf einem karierten Heftblatt durchgehend mit der Hand geschrieben wurde. Die Unterschrift lautet Dagmar Z. Z wie Zorro? Dagmar Zappletal heißt sie, erläutert Pillig und tupft mit einem Stofftaschentuch in seinem Schweißgesicht herum. Dagmar Zappetal berichtet, dass sie entführt und in einem Kellerraum eingeschlossen worden sei. Die Entführer würden sich telefonisch melden. Neben der Unterschrift hat Dagmar Zappetal mit Filzstift eine dicke Katze gezeichnet. Was würden die Codes? Fragt Cotton. Wir verwenden die Zeichen immer, wenn wir Botschaften austauschen. Ah, und was bedeutet das? Das weiß ich nicht. Pillig trinkt den Becher jetzt in einem Zug leer und zerdrückt ihn. Was soll ich tun? Die Polizei einschalten. Ich bin die Polizei. Und Geduld haben. Die Entführer müssen sich ja mit einer Forderung melden. Wie jung ist denn die junge Dame? 22. Und ich verbiete mir, dass sie einen anzüglichen Pfiff ausstoßen. Sie studiert noch. Soziologie, was immer das ist. Aha, wohnt sie allein? Ich glaube schon. Ja, kann es sich um einen Streich handeln? Pillig ächzt in seinem gepolsterten Stuhl verständnislos auf. Sie meinen, die Entführung wird mir nur vorgetäuscht? Alles ist möglich. Kann ich mir nicht vorstellen, nicht einmal im Lotto. Was unternehmen Sie? Ja, zunächst werde ich einmal die Wohnung Ihres Fräuleins besichtigen. Wollen Sie einbrechen? Na, Sie geben doch jede Schlüssel. Pilch kramt umständlich einen Schlüsselbund aus einer Innentasche seines weinroten Sakkos, nimmt einen Schlüssel ab, überreicht ihn. Dann nennt er eine Adresse im 2. Bezirk. Haben Sie versucht, bei der Zappletal anzurufen? Fragt Cotton schon bei der Tür. Ja, gleich um 7:30. Da habe ich den Brief gefunden von einer Telefonzelle aus. Niemand hat abgehoben. Verständigen Sie mich über Funk, falls die Entführer sich rühren. Cotton wirft die Tür von außen zu. Pilch greift heute schon zum 2. Valium 10. Um 11 ist Major Cotton in der Wohnung der Entführten. Eine kleine Gemeindewohnung mit origineller Einrichtung. In der Küche gibt es eine Duschnische hinter einem Plastikvorhang. Die Brause ist allerdings abmontiert. Das schmale Bett im einzigen Zimmer ist nicht gemacht. Amoröse Abenteuer des Pillig scheinen Cotton auf diesem Bett nur schwermütig zu sein. Von einem winzigen Foto auf dem Ablagefach über dem Bett grinst Herbert Pillig ins Zimmer. An den Wänden hängen verstaubte und blass gewordene Umschläge von Langspielplatten. Dagmar Zappletal teilt die Wohnung mit einer mausgrauen Katze, die die Bewegungen des Kriminalbeamten aus sicherer Distanz beobachtet. Cotton ruft vom Vorzimmer aus bei Pilch an, der noch keine Nachricht von den Entführern und seine Gedanken schon beim Mittagessen hat. In den nächsten Stunden befragt Cotton Hausparteien. Die meisten wissen nichts über Dagmar Zappletal oder schlagen die Türen zu. Eine Frau im letzten Stock mit Blumenschürze beschreibt Dagmar Zappletal als nett und unauffällig. Die direkte Nachbarin dagegen scheint in ständige kleine Streiterei mit der Entführten verwickelt zu sein. Cotton flüchtet vor der lautstarken Schwadronade. Die einzige, die heute etwas bemerkt haben will, ist eine Verkäuferin im Papiergeschäft, das sich gegenüber dem Haus befindet, in dem Dagmar Zappletal wohnt. Die Verkäuferin sagt, dass die ihr bekannte Frau von zwei ihr nicht bekannten Herren etwa um 8 in ein Auto gestoßen worden sei. Die beiden Männer hätten vor dem Haus auf Dagmar Zappletal gewartet und sie vom Tor zu dem Mazda 323 gezerrt. Die Männer kann die Verkäuferin nicht beschreiben. Beim Zeitpunkt ist sie dagegen absolut sicher. Unmittelbar vorher, sagt sie, hätten die letzten Schüler den Laden verlassen, um den Unterrichtsbeginn im nahen Gymnasium nicht zu versäumen. In einem kleinen Wirtshaus, das sich trotzdem Kaiserhof nennt, treibt Cotton noch einen zweiten Zeugen des Vorfalls auf.
einen älteren Weißweintrinker, der mit seinem Riesenpudel unterwegs war. Er bestätigt die Schilderungen der blassen Verkäuferin. Auch er ist in der Früh nicht auf die Idee gekommen, gleich die Polizei zu verständigen. Um 14.45 Uhr betritt Cotton das Büro des Dezernatsleiters zum zweiten Mal. Dieses Mal ohne Kaffee. Heribert Pilch bewegt sich mit bewegten Haaren beim offenen Fenster nicht. »Die Entführung war also kein Witz!« schreit er. »Ja, das bestätigen immerhin zwei Zeugen«, berichtet der Major, der wieder in seiner verwitterten Jacke bleibt. »Das bestätigt auch der Anruf, den ich gerade erhalten habe. Die wollen 300.000 Schilling von mir. Wie finden Sie das, Cotton?« »Maßvoll.« »Gesindel!« Cotton setzt sich auf den glatten, hölzernen Stuhl vor dem Schreibtisch, schlägt die Beine übereinander und zündet sich eine seiner filterlosen Mentholzigaretten an. Pilch wartet die Anfertigung der ersten drei Rauchringe ab. »Sie nehmen offensichtlich alles sehr gelassen«, rächt sich Pilch auf. »Na, wollen Sie hören, was sich von der Geschichte wirklich holt?« fragt Cotton ruhig. »Natürlich!« Das Wort kommt dem Dezernatsleiter aus. Ein kühles »Meinetwegen« ist ihm nicht eingefallen. »Ich glaube, dass ein Mann in Ihrem Alter bei einer jungen Freundin mit gewisser Regelmäßigkeit Geschenke abliefern muss. Vielleicht sogar Geldbeträge.« »Unsinn! Heute hat sich Ihre Freundin entführen lassen, weil sie auf diese Geschenke nicht jahrelang warten will.« Pilch kämpft sich durch den Mentholrauch näher, streicht sich die Haare glatt und starrt Cotton an. »Ihre Zeugen bestätigen doch, dass sie ins Auto genötigt wurde.« »Kein Beweis«, findet Cotton. »Sie haben den Brief der mutmaßlichen Entführten um 7:30 gefunden. Die Entführung war aber erst eine halbe Stunde später.« »Auch kein Beweis«, meint Pilch. »Ich lasse mir meine Bekanntschaften von Ihnen nicht schlecht machen. Die Entführer werden die Nachricht an mich eben schon vor der Entführung deponiert haben.« »Weiß der nicht die Schrift Ihrer Freundin und Ihr gemeinsames Zeichen, die Katze?« »Bei der Schrift bin ich mir nicht sicher. Um halbwegs intelligente Entführer haben bestimmt auch von der Sache mit dem gezeichneten Kätzchen gewusst.« »Die Entführung war trotzdem gespielt«, sagt Cotton und steht auf. Er täuscht ein bedauerndes Gesicht vor. »Meinetwegen bringen Sie die Sache zu Ende, wie Sie wollen. Gibt es denn einen sicheren Beweis?« Der Blick Pilz schwankt zwischen Angst und Ahnungslosigkeit. »Ja, von wem?« »Von Ihnen selbst?« Heribert Pilch macht ein paar flatternde Armbewegungen, dann lässt er sich in seinen Lehnstuhl plumpsen. Cotton verschont ihn nicht mit der Geschichte, die für ihn ganz einfach und einleuchtend ist. Dagmar Zappletal muss um 7:30, als Pilch bei ihr angerufen hat, auf jeden Fall noch daheim gewesen sein. Sie hat ja ihre Entführung um 8 nicht versäumt und ist aus dem Haus gekommen. Dass sie sich am Telefon nicht gemeldet hat, kann nur einen Grund gehabt haben. Die bevorstehende Entführung war ihr bekannt. Warum der Zeitplan der Entführung durcheinander geraten ist, weiß Cotton noch nicht. Ihre Komplizen konnten sie jedenfalls nicht telefonisch zur Eile mahnen, weil sie darauf genauso nicht reagiert hätte. Ausnahmsweise hat Cotton in diesem Fall für Pilch sogar Verständnis. Weiß er doch, dass er selber auch auf Dagmar Zappletal hereingefallen wäre. Er hat ihre Bilder gesehen und in ihrem Alter könnte sie sicherlich nicht nur ältere Kriminalbeamte heranlächeln. Der Dezernatsleiter versinkt fast in seinem Anzug. Der Rest ist, einmal mehr, Schweigepflicht. Wutstärke 12. Dezernatsleiter Heribert Pilch ist wirklich wirklicher Hofrat geworden. Major Cotton muss das Unfassbare zur Kenntnis nehmen, seit die Ernennung auch von der amtlichen Wiener Zeitung nicht mehr verheimlicht wird. Der nächste Schritt soll schon in den nächsten Tagen folgen. Pilch ist auch als Wiener Polizeipräsident nicht mehr zu verhindern. Angenehme Begleiterscheinung, er wird den Chefsessel im Morddezernat räumen müssen. Am ersten Sonntag im Juni zeigt sich Pilch von seiner besseren Seite. Anlässlich seiner bevorstehenden Beförderung hat er die Mitarbeiter seines bisherigen Dezernats zum Mittagessen eingeladen, sogar mit ihren Familien.
Unter den Kastanienbäumen im Garten des Klosterneuburger Stiftkellers, ein paar Kilometer nördlich von Wien, lässt Pillich seine Gäste mit dem Einheitsmenü Nudelsuppe, Wiener Schnitzel, allerdings nur vom Schwein, und mitgebrachten trockenen Nusskipferl bewirten. Zwischen den Tellern brennen auch am Tag zwei giftgrüne Kerzen, die angeblich die Gelsen vertreiben sollten, aber mit Sicherheit nur den Blick der Gäste trüben und den Garten einnebeln. Pillich in einem uniformartigen Anzug setzt schon während der Suppe zum üblichen kriminologischen Vortrag an, den am Sonntag keiner hören will. Major Kottan und der einbeinige Schremser, der voraussichtlich Pillich als Dezernatsleiter beerben wird, flüchten nach dem letzten Bissen, sagen, dass sie zum Klosterneuburger Kirtag müssen. Pillich hat plötzlich nur mehr eine Adresse für sein mit aufgeblähtem Hals vorgetragenes Polizistenlatein. Schrammel, 50 Jahre ewiger Leutnant und nach eigener Definition prinzipieller Junggeselle. Der macht ein erwartungsvolles Hundegesicht und rückt näher, weil er sich die lächerliche Hoffnung macht, im Dezernatsleiter-Nachfolgespiel nicht übergangen zu werden. »Gleich schlägt er ihn ab«, vermutet Schremser, der einen grünen Hut mit Bussardfeder aufhat. Er ist schon in der Gartentür auf den Fersen des jungen Majors, der sich zu seinem Auto beeilt. Auf dem Weg zum Rathausplatz, wo das Fest wie jedes Jahr stattfindet, trifft Kottan Kurt Pekarek, seinen Kollegen vom Raubdezernat, und dessen Frau. Er nimmt beide in seinem Skoda mit. Pekarek, 48 Jahre, ein übergewichtiger, ständig schwitzender Mensch, ist schon am Vormittag beim Kirtag gewesen und hat beim Weißwein anscheinend erheblichen Vorsprung. Die Blasmusik in rotkarierten Hemden intoniert das Kufsteiner Lied »Lonely Boy« und »Ich bin was Besonders« von Kotterns Kapelle, einer Combo, die Kottan vergeblich geklagt hat, weil sie seinen Namen verwendet. Um 14.10 Uhr taucht ein Gendarm im Festzelt auf, geht von Tisch zu Tisch und hält ein großes Papierblatt vor der Brust, auf dem ein Wiener Autokennzeichen notiert ist. Kottan merkt nicht gleich, dass es seine Nummer ist, die hier herumgezeigt wird. »Was ist mit dem Auto?«, fragt er. »Es steht vor der Garageneinfahrt.« »Das ist wahrscheinlich verboten.« »Allerdings«, meint der grau uniformierte Gendarm. Das mitgebrachte, schon ausgefüllte Strafmandat zerreißt er aber, als er den Kollegen aus Wien erkennt. Kottan lässt sich hier öfters beim Heurigen und beim Schnapsturnieren sehen. Auf jeden Fall begleitet der Wiener Kriminalbeamte den Gendarm zum Wagen und hält dort nach einem Parkplatz Ausschau. Der Uniformierte lässt Kottan dann den Skoda in der Garage der Gendarmerie, etwa 100 Meter weiter, abstellen. Während der Gendarm das Garagentor schließt, will er Kottans letzten Mordfall abhandeln, der nicht restlos aufgeklärt werden konnte. Kottan flüchtet schon wieder. Im Weggehen sagt er, dass er das Auto erst am Abend holen wird. Die Stimmung ist bereits ziemlich ausgelassen, als Kottan ins Festzelt zurückkehrt. Ilse Kottan tanzt mit dem heurigen Wirt Millack, der in einer ledernen Knickerbocke steckt, zu einem stampfenden Musikstück, das von der Zeltkapelle mutig Kirtagsrumba genannt wird. Kottan entführt die Dürre Ernestine Pekarek zur Brettertanzfläche, befreit sich zuerst aber noch von seiner Lederjacke, die er auf der gelb lackierten Bank zurücklässt. Während der Pause zu einem Cha-Cha-Cha wechselt Schrammel, inzwischen ebenfalls eingetroffen, mit einem einfältigen Scherz zu Frau Pekarek. Er hat sein graues Sakko verlassen und es auf Kottans Jacke geworfen. Der Major darf jetzt mit seiner Frau tanzen, auch den folgenden Straußwalzer. Auf der Tanzfläche wird es mittlerweile bedrohlich eng. Fast zugleich mit dem Schlussakkord fällt ein Schuss, dann noch ein zweiter. Für wenige Sekunden ist es ganz still im Zelt. Die Schüsse müssen ganz in der Nähe abgefeuert worden sein. Kottan drängt zum Ausgang, läuft hinter das rot-weiß gestreifte Zelt in die Richtung, aus der seiner Meinung nach die Schüsse gekommen sind. Schon beim ersten Schuss hatte er einen jähen Verdacht, der ihn wütend machen muss. Der Major stolpert beim noch kalten Grillautomaten über einen regungslos im Gras liegenden Mann. Er dreht ihn zur Seite. Es ist der etwa 50-jährige Vertreter Leopold Kirchmeier, der Verantwortliche für die Finanzen des Festes.
Cotton kennt ihn ganz gut, er hat beim letzten Kartenturnier gegen ihn zwei gerumpfte Suppenhühner gewonnen, die noch nicht ganz erwachsen waren. Aus zwei Wunden in Kirchmeiers Brust sickert Blut ins Hemd und die Krawatte. Kirchmeier ist nicht mehr ansprechbar. Der Gemeindearzt, der auch im Zelt war und Cotton gefolgt ist, kann nur noch den Kopf schütteln. Er lässt den Kopf des Toten mit einem frischen Geschirrtuch zudecken. Nach dem Arzt kommen schon weitere Leute angelaufen. Cotton schreit sie an, kommandiert sie zurück. Sie sollen die eventuellen Spuren nicht zerstören und sofort die Gendarmerie verständigen. Cottons Verdacht bestätigt sich viel zu schnell. Neben dem toten Mann liegt ein Revolver, der Cotton nur zu gut bekannt ist. Schrammels Dienstwaffe, auf der sogar ein Namensetikett klebt. Jemand muss sie aus dem Sakko auf der Bank genommen haben. Cotton stöhnt bei dem Gedanken, weil das auf jeden Fall Schwierigkeiten geben wird. Der Dezernatsleiter wird auf dieser Schlamperei mit Garantie herumreiten. Pilch lässt auch nicht lange auf sich warten. Sein Gesicht wird schlagartig rot, als er Schrammels Dienstwaffe erkennt. Wutstärke 12, mindestens. Diese Intensität gilt sonst nur dem Automaten im Büro, der Pilch ständig um seinen Kaffeegenuss betrügt. Der Tathergang ist rasch konstruiert. Leopold Kirchmeier wollte offenbar mit den vorläufigen Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten zu seinem Auto hinter dem Festzelt. Dort muss ihm der Räuber und Mörder mit Schrammels Revolver aufgelauert haben. Die Gendarmerie riegelt den Platz nicht ab, sperrt nur die beiden Ausgänge. Eine eher lächerliche Maßnahme, weil das Festgelände nicht nur durch die improvisierten Ein- und Ausgänge betreten werden kann. Cotton ist aber sicher, dass es der oder die Täter ohnehin nicht eilig haben. Der Major, Schremser und Pilch beginnen auf dem nahen Gendarmerieposten mit Verhören, die sie, streng genommen, gar nicht führen dürfen, weil hier ausschließlich die niederösterreichische Mordkommission zuständig ist. Cotton glaubt, dass nur einer der Leute an seinem Tisch im Zelt die Dienstwaffe aus Schrammels Jacke genommen haben kann. Sogar der Dezernatsleiter findet diese Annahme logisch und funkelt Schrammel an. Von der Tischgesellschaft will aber unmittelbar vor den Schüssen niemand beim Tisch gewesen sein. In Frage kommen, als Räuber und Mörder, auf jeden Fall der Polizist Kurt Beckerek, seine Frau Ernestine, der Heurigenwirt Herbert Millack, Schrammel, Hans Karwot, ein Schneidermeister in Pension, und dessen Freundin Gabriele Webora, die unter der Woche eine kleine Konditorei in der Nähe des Festplatzes betreibt und von allen, wie ihr Geschäft genannt wird, Zuckertante. Ernestine Beckerig sagt, dass es schon bei den ersten Walzertakten der Stöckel ihres rechten Schuhs abgebrochen ist und sie deswegen auf der nächstbesten Bank gewartet hat. Schrammel, plötzlich ohne Tanzpartnerin, wollte zurück zum Tisch, hat entdeckt, dass kein Mensch da ist und sich auf dem Weg zum Toilettenbus ins Freie gemacht. Gesehen hat ihn draußen niemand. Vor allem Herbert Millack nicht, der auch zum Bus gegangen sein will. Kurt Beckerek hat Cottons Autoschlüssel vom Tisch genommen, weil er der Meinung war, seine Brieftasche in Cottons Wagen vergessen zu haben. Er hat die Brieftasche im Auto nicht gefunden. Auch er kann niemanden nennen, der ihn auf dem Weg zum Oder vom Auto gesehen hat. Die Zuckertante, von allen möglichen Tanzpartnern im Stich gelassen, ist ebenfalls aus dem Zelt gegangen, hat angeblich beim Dosenwerfen und Schießen mit Luftdruckgewehren zugeschaut. Der Schneidermeister Karwot ist nach seiner Darstellung Luftschnappen gegangen. Vor dem Bierzelt neben einem Stoß Klappsesseln hat er eine Männergeldtasche gefunden. Als die Schüsse fielen, war er schon unterwegs zum Gendarmerieposten. Die gefundene Geldtasche, aus der nichts fehlt, gehört dem aufatmenden Kurt Beckerek. Um 15.45 Uhr ist endlich die niederösterreichische Mordkommission da. Die Ermittlungen leitet Oberstleutnant Pilz, ein kurz vor der Pensionierung stehender Beamter, der als tüchtig, aber auch als voreilig gilt. Cotton hat keine besonderen Sympathien für Pilz. Er ist schon öfter mit ihm zusammengekracht. Pilz, schmächtig und trotz der Jahreszeit in einen langen Mantel gehüllt, stellt sich auch gleich mit einem markanten Satz ein. »Nur weil ein paar Verdächtige bei der Polizei arbeiten, sind sie bei mir nicht über jeden Zweifel erhaben.« »Du hast ganz recht«, meint Cotton und grinst Pilz an,
während der Dezernatsleiter Pilch sein Ärger kaum verbergen kann. Willst du wissen, wo ich zur Tatzeit gewesen bin? Selbstverständlich, brummt Pilz. Ich hab mit meiner Frau Walzer getanzt. Ein Verwandtschaftsalibi sagt nicht viel. Ich hab noch circa 10 Zeugen. Wen? Die Herrschaften, die ich nach den Schüssen umgerannt habe, um zum Tatort zu kommen. Der Blick des niederösterreichischen Beamten weicht aus, wechselt zu Schremser, der sich schweigend auf seinen Krücken stützt. Ich hab nicht tanzt, sagt er lakonisch. Wie viel ist überhaupt geraubt worden? 40.000, berichtet die stellvertretende Kassierin, die eine leere Holzschatulle unter dem rechten Arm fixiert. Zu wenig, findet Kottern. Vor allem, wenn ich mir überlege, wer der Täter ist. Sie kennen ihn, staunt Pilch. Ja, aber ich hab hier nichts zu plaudern. Das ist sein Revier. Die Aussagen sind doch alle überprüfbar. Richtig. Pilch, für einen Augenblick stolz auf seinen Major, bietet Pilz großspurig die Unterstützung des Wiener Morddezernats an. Meine erfahrenen Leute haben das ruckzuck, verkündet er und setzt ein eitles Gesicht auf. Pilz kann die Unterstützung gar nicht ablehnen. Na, wen soll ich verhaften? Fragt er leise. Den, der uns mit Sicherheit angelogen hat. Kottern bewegt seinen Blick langsam in Richtung Bekarek, der unter der blechernen Hängelampe steht und nach wie vor schwitzt. Sie sind ja verrückt, poltert Pilch. Er hat aber in meinem Auto nach seiner Brieftasche gesucht. Warum nicht, wenn er sie verloren hat? Weil es einigermaßen schwer ist, in einem Auto zu suchen, das man nicht finden kann. Pilch, Pilz und natürlich auch Schrammel verstehen nicht, worauf Kottern hinaus will. Aber woher sollte Bekarek wirklich wissen, dass der Skoda des Majors in die versperrte Garage der Gendarmerie übersiedelt ist? Bravo, Kottern! Freut sich Pilch, als er begreift und will augenblicklich eine Pressekonferenz ankündigen. Gleich darauf weiß er, dass es keinen Grund zur Freude gibt. Schließlich hat ein Wiener Kriminalbeamter mit der Waffe eines Kollegen den Mord begangen. Und Pilz selber hat Schrammel, der wegen voreiligen Waffengebrauchs die längste Zeit nur mit Platzpatronen ausgerüstet war, erst kürzlich wieder die Verwendung richtiger Munition gestattet. Dennoch Dezernatsleiter verlässt den Gendarmerieposten, quälend beschäftigt mit der Frage, ob der Vorfall seine Ernennung zum Polizeipräsidenten noch gefährden kann. »I see a bad moon rising«, krächzt ein Amerikaner aus den Lautsprechern eines vorbeifahrenden Cabrios. Ein Mann, ein Mord. Herbert Pilch, 55 Jahre und seit kurzem Wiener Polizeipräsident, schreitet in seinem Büro schnaufend auf und ab. Wieder einmal hat er sich dazu entschlossen, ein Sonderdezernat aus dem Boden zu stampfen. Ein unkomplizierter Vorgang. Er hat einfach den einbeinigen Dezernatsleiter Schremser, Major Kottern und Leutnant Schrammel aus dem ersten Stock in sein geräumiges Zimmer bestellt. »Wie ist es noch längst passiert?« versucht Schremser, seinen Präsidenten in bewährter Weise zu beschwichtigen. Der Präsident will nichts hören. »Aber es wird zweifellos was passieren«, erklärt er und unterbricht seine keuchende Wanderung. »Wir haben unumstößliche Hinweise, dass José in der Stadt ist.« »Ja, wer ist es schon?« meint Schrammel und das turbierte Männchen für alles gelassen. »Ist nur ein Name, mit dem die Presse operiert.« »Das haben sie bei Carlos auch gesagt.« »Jedenfalls ist kein Mord verübt worden.« mischt sich Kottern ein, der in seiner heruntergekommenen Lederjacke beim verregneten Fenster steht. Wir sind nicht zuständig, wenn arabische Minister auf irgendwelchen Abschusslisten stehen. Und wie wir zuständig sind, poltert Pilch. Wenn ich es sage, sowieso. Die Staatspolizei soll sich darum kümmern, findet Schremser und richtet seine Krücken auf den Präsidenten. Was machen die Kollegen dort? Was sie immer machen, grinst Kottern. Die Filme von längst vergangenen Demonstrationen entwickeln. Pilch versteht kein Wort. Er sitzt jetzt wieder hinter seinem Biedermeier-Schreibtisch und schärft seine Krallen am Brieföffner.
Dieser José ist ein internationaler Auftragsmörder, der hier in Wien ein Attentat plant. Sollen wir uns blamieren bei seiner Zeit beim OPEC-Überfall? Nun ist ja lang genug her, mein Schremser. In allen Fragen sind die Österreicher nicht vergesslich. Ich bin kein Leibwächter, sagt Kottan. Die beiden anderen Beamten des Morddezernats nicken demonstrativ. Sogar Schrammel hat keine Lust, sich Kugeln einzufangen, die für andere bestimmt sind. Sie sind ab sofort Leibwächter, donnert Pilch. José ist einer der gefährlichsten Männer überhaupt. Seine Devise ist ja bekannt. Ein Mann, ein Mord. Hermann Malme, alias José, gebürtiger Däne, sitzt etwa zur gleichen Zeit in seinem dunklen Zimmer in einem kleinen Hotel in der Wallensteinstraße. Aus dem Gasthaus im Erdgeschoss stinkt es nach Kraut und Fett. José hat seinen Auftrag schon vor Monaten bekommen. In Wien ist er seit 5 Tagen, um den Anschlag vorzubereiten. Er hat sich zu einer persönlichen Sicherheit entschlossen, dieses Mal keine Schusswaffe zu verwenden. Er wird Scheich Beker Feilian einfach in die Luft sprengen, auch wenn den Scheich bei diesem Flug ein paar Unbeteiligte begleiten sollten. Heute, nach 14 Uhr, wird der Scheich und Minister eine Rede anlässlich eines Kongresses der Golfstaaten in der Wiener Stadthalle halten. José hat längst über 2 lokale Vertrauensleute den sichersten Weg gefunden, die Bombe zu deponieren. Sie wird unauffällig in einer Nylontasche eines Kaufhauses stecken. José selbst will bei der Aktion keinesfalls in der Nähe sein. Trotzdem hat er sich nicht für einen Zeit- oder Fernzünder entschieden. Der Frequenzzünder, den er heute verwenden will, ist seine persönliche Errungenschaft. Er reagiert nur auf die Frequenz einer Stimme, auf die Stimme Feilians. José hat in der Früh den Zünder mit einer aktuellen Tonbandaufnahme des Scheichs eingestellt. Becker Feilian wird also das Signal zu seinem Ende selber geben. Kurz vor 12 macht sich José auf den Weg in die Stadthalle. Er bestellt sich beim Portier ein Taxi. Die durchaus handliche Bombe ruht bereits in einem gelben Nylonsack zwischen Prospekten und Zeitschriften. José fordert den Fahrer des betagten Ford auf, langsam und ohne Risiko zu fahren, dann steckt er sich eine Zigarette in den Mund. Der Fahrer gibt ihm elektrisches Feuer und schaltet das Autoradio ein. Jetzt ist es wenige Sekunden nach 12, Designation des Mittagsjournals verklingt eben. Die Sprecherin kündigt einen Bericht über die bevorstehende Preiserhöhung bei Zucker an und Berichte aus dem Libanon und Nicaragua, Interviews mit dem Außenminister, den Ministern Kadi und Feilian, aber auch mit dem marokkanischen Handelsminister, der zurzeit ziemlich erfolglos für marokkanische Rotweine in Österreich wirbt. »Österreich trinkt eigene Gifte«, kommentiert der Fahrer. Für den Kulturteil verspricht die Sprecherin einen Bericht über die Aufführung »Pensionierter Künstler«. Gespielt wird »Der kleine Prinz«. José ist in der Phase unmittelbar vor der Aktion immer ruhig zufrieden. Er weiß, dass er sich auf seine Planungen verlassen kann, dass er alle Eventualitäten bedacht hat. 12:05 ist der Polizeipräsident keinen Schritt weitergekommen. Er schwitzt bereits, seine Stimme ist heiser. Dezernatsleiter Schremser verweigert weiterhin für das ganze Dezernat die zusätzliche und überflüssige Observierung des Scheichs. Meuterei! Resigniert Pilch und lässt sich in seinen neuen, rot und weiß gestreiften Drehsessel fallen. Er weiß selbst, dass er eigentlich nur seinem Bruder, der in vorgesetzter Stellung bei der Staatspolizei werkt, um jeden Preis zuvorkommen will. Das rote Telefon klingelt. Der Präsident hebt ab und presst den flachen Hörer an sein linkes, vor ein paar Jahren von Schrammel beinahe abgeschossenes Ohr. »Pinch«, knurrt er in die Sprechmuschel. »Was? Wo ist das?« »Ein Mord?«, fragt Schrammel, nachdem Heribert Pillich den Hörer zurückgeworfen hat. Das linke Ohr des Präsidenten leuchtet jetzt purpurrot. »Vielleicht. Wo?« »Am Währinger Gürtel, wenn Sie wissen, wo das ist. Es hat eine Explosion gegeben.« »Sollen wir noch immer den Scheich umzingeln?« grinst Schremser und steht auf. »Natürlich nicht«,
regt sich Pilch auf und verschränkt die Arme. Wutstärke 9 auf seiner persönlichen Erregungsskala. Auf dem Währinger Gürtel regiert das Chaos. Die Fahrbahnen, auch die Zufahrtsstraßen und Trottoirs sind verstopft. Die Kriminalbeamten des Morddezernats haben erhebliche Schwierigkeiten, zum möglichen Tatort zu gelangen. Nach ersten übereinstimmenden Zeugenaussagen ist Punkt 12.15 Uhr ein Taxi explodiert. Zwei Tote, meldet ein uniformierter Polizist, der sich die Kappe vom Kopf salutiert. Der Chauffeur und sein anonymer Fahrer. Der Chauffeur konnte bereits identifiziert werden aufgrund des Autokennzeichens. Auch andere Fahrzeuge sind schwer verletzt. Blechteile, Glassplitter und zerfetzte Reifen liegen auf der Straße. Mindestens 5 Funkstreifen mit flackerndem Blaulicht stehen herum. Die Besatzungen drängen die Neugierigen zurück. Die Opfer sind verstümmelt. Cotton wirft trotzdem einen Blick unter das zerknitterte Packpapier, mit dem die Toten zugedeckt worden sind. Er macht zuerst ein angewidertes, dann ein erstauntes Gesicht. »Was ist es?« fragt Schamel. »Eines der Opfer ist ein Mörder. Wieso?« »Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um einen Herrn, der uns unter dem Namen José gerade heute nicht ganz unbekannt ist.« Im Sicherheitsbüro weiß Cotton bald, dass er sich nicht geirrt hat. Der Taxigast ist der Auftragstäter Hermann Malme, der international als José bekannt ist. In seinen Anfängertagen ist er ein einziges Mal der dänischen Polizei ins Netz gegangen. Anscheinend war José auf dem Weg zur Stadthalle, die Bombe für einen arabischen Kongressteilnehmer hatte er offenbar im Auto. Der Sprengstoffexperte des Erkennungsdienstes hat bereits genaue Angaben über die Beschaffenheit der Bombe gemacht und auch den nicht uninteressanten Zündmechanismus erwähnt. Ein Unfall, ist sich Schrammel sicher. Der hat eben nicht aufgepasst. Schon, bestätigt Cotton, aber das Opfer ist unfreiwillig der Mörder. Unsinn, meint der Präsident mit verhaltener Stimme. Was soll das heißen? Ich weiß, dass Typen wie José keine kleinen Fehler machen, erklärt Cotton. So einer macht gar keine oder nur große. Wie heißt der, Ihr unfreiwilliger Mörder? Becker Feilian. Woher kennen Sie den? Ich kenne ihn ja gar nicht, gibt Cotton zu. Aber er hat um 12.15 Uhr im Rundfunk ein Interview gegeben und damit seinen Mörder unterwegs gesprengt. Die Statistik des Morddezernats bleibt wieder einmal unbefleckt. Halleluja! Statistisch gesehen ist der Präsident mit dem Ausgang durchaus zufrieden. Aber einen Mörder, der einen Mörder ermordet und dafür noch nicht verantwortlich ist, muss er erst mit mindestens 2,5 Aspirin verdauen. Fast ein Alibi. Rudi Stransky, seit 3 Tagen 26 Jahre, ist seit ein paar Minuten wach. Die auf dem Kieferbrett über dem Doppelbett abgelegte Armbanduhr zeigt 7.10 Uhr. Brigitte, die rechts neben ihm liegt, kehrt ihm den gebräunten Rücken zu, die Steppdecke reicht ihr bis zum linken Ohr. Stransky zögert noch, fröstelt beim Gedanken an die Dusche und zählt stumm bis 12. Bei 12 setzt er sich ruckartig auf und sucht mit den Füßen seine Holzpantoffeln. Das Bett ist viel zu kurz für das winzige Hotelzimmer, das Hotel viel zu klein für seinen Namen. Präsident. Es gilt aber keinesfalls als Absteige. Genauere Fragen werden an der Rezeption allerdings nicht gestellt. Es riecht nach liquidierten Zigaretten und dem sauren Rotwein, den Stransky mit Brigitte gestern noch getrunken hat. Eine bulgarische, burgenländische Mischung. Es ist heute vielleicht das 8. oder 9. Mal, dass Stransky hier neben Brigitte aufwacht. Die Szene der Früh ist auch meistens ähnlich. Er lässt Brigitte schlafen, taumelt ins kühle Bad, steigt lautlos in seine Sachen und zahlt an der Rezeption. Irgendwann ruft er sie wieder an. Unter der Dusche ist das Frösteln schnell weg. Stransky denkt an den für heute vereinbarten Überfall, macht sich aber keine Sorgen. Bestimmt nur Routine. Der Plan ist lange genug und sorgfältig überlegt worden. Um 7.30 Uhr befindet sich Stransky in seiner Hose, dem unvermeidlichen Nylonhemd und einer ausgiebigen Spanisch-Lederwolke. Er holt aus dem knarrenden Kasten seinen Revolver und steckt ihn in die linke Innentasche seines gestreiften Sakkos.
Im Vorbeigehen greift er nach den schwarz gefärbten Haaren Brigittes. Sie ist 4 Jahre älter als er, trotzdem seine Freundin, um die er allgemein beneidet wird. Daneben hat Stranske noch 2 andere Bekanntschaften, die er gelegentlich anruft und ins Hotel bestellt. Brigitte findet nur dann Zeit, wenn ihr Mann, ein Schlafwagenbegleiter, quer durch Europa unterwegs ist. Bei der tapezierten Tür macht Stranske kehrt, kommt noch einmal zum Bett. Brigittes Atem müsste, weil sie seit Wochen verkühlt ist, unüberhörbar sein. Sie liegt anscheinend unverändert da, als er ihre Decke vom Gesicht zieht. Stranske erkennt auf den ersten Blick, dass Brigitte tot ist. Ihr jetzt dunkelblauer Mund steht offen, ihre Augen sind zu. Im Sicherheitsbüro passiert Spitznasleiter Herbert Pilch mit elastischen Schritten den roten Kaffeeautomaten, der ihn schon oft fast hat verdursten lassen. Heute wird Pilch nichts die Laune verderben. Der letzte Fall konnte vom Morddezernat im Handumdrehen geklärt werden. Schrammel, der geborene Hilfspolizist, hat dann allerdings 3 Tage am Protokoll formuliert. Pilch steigt in den Paternoster, schwebt in den Keller. Auf dem Weg in den Turnsaal, wo er die Mitarbeiter des Dezernats bei der persönlich verordneten Gymnastik kontrollieren will. Pilchs Vorwand, ein zunächst mutmaßlicher, später beglaubigter Mörder, konnte sich im Frühjahr seiner Verhaftung durch ein paar Sprints entziehen. Verhaftet wurde er später von Streifenbeamten in einer Likörstube ohne Hinterausgang. Schweißgeruch schlägt dem Dezernatsleiter, der sich nur manchmal und privat auf seinem Heimrad verausgabt, in der Turnhalle entgegen. Schrammel in rot-weiß-rotem Trainingsanzug würden schon 20 Kniebeugen für 3 Tage mit Muskelkater aufs Krankenbett werfen. Jetzt lehnt er mit leeren Augen am polizeilichen Sprungkasten. Paul Schremser, stellvertretender Dezernatsleiter, gleicher Jahrgang wie Pilch, steht sowieso in ständigem Training, obwohl er vor Jahren bei einem Verkehrsunfall ein Bein verloren hat. Er hofft, mit Sport die Folgen seiner ungebremsten Fresslust nicht ganz so sichtbar zu machen. Adolf Kottan, immer noch jüngster Major im Sicherheitsbüro, hat im letzten Jahr, außer gelegentlichen Tischtennisspielen, das Körpertraining vernachlässigt. Dementsprechend bringen ihn auch kleine Handeln einigermaßen zum Schwitzen. Herbert Pilch scheucht Schrammel zur Sprossenwand und überwacht wippend Kotterns Trainingsplan, nicht ohne gleichzeitig die neuesten aufsehenerregenden Details seiner Erfolgsstatistik bekannt zu geben. Wichtigstes, vorhersehbares Ergebnis: unter Pilchs Leitung steht das Morddezernat wieder einmal glänzend da. »Statistiken beweisen rein gar nix«, verkündet Schremser und beruft sich umgehend auf die Autounfallstatistik. Nach seiner Argumentation werden 16% aller Unfälle von alkoholisierten Lenkern verursacht. Naheliegender Schluss, eigentlich sind die nicht alkoholisierten Lenker mit 84% wesentlich gefährlicher. Pilch denkt nicht daran, sich seine Statistik mutwillig beschmutzen zu lassen. Als er gerade erhöhtes Tempo bei den gymnastischen Übungen vorschlagen will, klingelt das rote Wandtelefon. Pilch schreitet zum Apparat, hebt ab und sagt »Ich« in den Hörer. Sein Gesicht wird ärgerlich. »Ein Mord?« fragt Kottan. Der Präsident nickt. »Na endlich«, stöhnt Schrammel und lässt sich von der Sprossenwand fallen. Rudi Stranske trifft Leo Wugran wie ausgemacht im Café Talk Talk beim Vespernhof. Wugran hat gleich das Gefühl, dass bei Stranske irgendetwas nicht stimmt. »Bist selber ausgeraubt worden?« »Die Gete ist tot«, erklärt Stranske, nachdem er eine Tasse Kaffee ausgeschlürft hat. »Ausgerechnet heute bringst du sie um?« »Ich habe nichts gemacht.« »Na, wo ist sie?« »Noch im Hotelzimmer.« »Und was war's die Polizei?« »Na, wahrscheinlich nix.« »Sie ist wirklich so gestorben?« »Ja, na, was soll ich machen?« »Na, gar nix. Du bist fix eingeplant. Vielleicht hilft er die Tote sogar.« »Verstehe nicht.« »Was verstehst du schon, du Rapelkisten?« Stranske setzt ein bleites Gesicht auf und widmet sich der 2. Schale Kaffee. »Der Freundin wird frühestens um 11 gefunden werden.« »Eben.
Ich bin dem Präsident unter meinem richtigen Namen bekannt. Na und? Die Polizei wird die erst zum Mittag suchen und daheim finden. Unser Überfall wird da längst vorbei sein. Man wird dir ein paar blöde Fragen stellen. Du sagst, dass du immer weggehst, wenn die Gitte noch schlaft. Schlimmstenfalls sperren sie dich ein paar Tage ein. Sie ist fast ein Alibi für dich. Aber, na, wolltest du sie heiraten? Na, na also. Wugran bezahlt und geht zur Tür vor, über der ein Herr aus Papier mit grauen Schläfen ein Bier anpreist, das es schon lange nicht mehr gibt. Der Wagen 6 der Safety-Panzerwagenkette ist wie immer doppelt besetzt. Das heutige Duo fährt seit 2 Jahren gemeinsam, trotzdem geht beiden alles viel zu schnell. Um 10.05 Uhr schneidet von links ein hellblauer VW Käfer vor den Geldtransporter und der Chauffeur des Transporters versucht zwar eine Bremsung, kann aber das Rammen des kleinen Wagens nicht mehr verhindern. »Idiot!« schreit der Beifahrer und springt aus dem Wagen, obwohl das verboten ist. Er will sich den Lenker des Volkswagens vornehmen. Im nächsten Augenblick weiß er, dass das Verlassen des Wagens ein Fehler war. Ein Mann mit grinsender Faschingsmaske richtet ein Kleinkalibergewehr mit abgesägtem Lauf auf ihn, kommt auf ihn zu, schlägt ihn nieder. Der Chauffeur kommt nicht dazu, den Alarm auszulösen. Ein zweiter Mann mit Gorillamaske verhindert das, indem er durch die jetzt offene Seitentür in den Fond des Transporters schießt. Die ganze Angelegenheit ist nach 30 Sekunden vorbei. Der Gorilla rückt hinter das Steuer des Transporters und befördert den verletzten Chauffeur auf die Fahrbahn. Der Panzerwagen fährt in eine Seitengasse davon, 2 andere Autos folgen zunächst, werden angehalten und versperren so die Gasse. Stransky sitzt in einem der 2 adoptierten Autos, die eine eventuelle Verfolgung unmöglich machen. Er steigt aus und flüchtet ohne Eile zu Fuß. Ein paar Autofahrer hupen, kommen schimpfend aus ihren Fahrzeugen. Eigentlich weiß niemand, außer ein paar erschrockene Passanten, was hier geschehen ist. Nach Plan wirft Stransky seine Waffe in die vorher bestimmte Mülltonne. Zu Hause ist er kurz vor 11 Uhr. Ein paar Minuten später liegt er im Stahlrohrbett und wartet auf das Klopfen der Polizei. Der Mord im Hotel entpuppt sich für die Polizeiärztin und Major Cotton als vermutlich gewöhnlicher Vorfall. Obwohl die Ärztin mit ihrer Diagnose Herzversagen sicher ist, soll Leiche zur Obduktion gebracht werden. Cotton will im ersten Moment widersprechen, hält dann aber doch lieber den Mund. Gegen Routine-Obduktionen ist nichts zu machen. Die tote Frau hat laut gelblichem Personalausweis Brigitte Hermine Kalandra geheißen. Weil noch nicht auszuschließen ist, dass die Frau nicht doch eines unnatürlichen Todes gestorben ist, wird Schrammel zu der im Hotel bekannten Adresse von Rudi Stransky beordert. Der Major und Schremser fahren ins Sicherheitsbüro zurück, legen allerdings bei dem von Kottan bevorzugten Würstelstand Benischek einen Verpflegungsstopp ein. In der Kantine stehen heute nur Fischstäbchen und Spinat mit Ei zur Auswahl. Punkt 13 Uhr klopft es an Stranskys Wohnungstür. Stransky schlurft in grauem Pyjama zur Tür seiner Zimmerküche-Wohnung. Draußen steht ein Kriminalbeamter, der sich als Alfred Schrammel vom Norddezernat ausweist. Er wird von einem uniformierten Streifenbeamten begleitet. Schrammel kommt noch auf der Fußmatte zur Sache. »Kennen Sie eine Brigitte Kalandra?« »Sowieso«, sagt Stransky und reibt sich die gespielte Müdigkeit aus den Augen. »Kennen Sie auch das Hotel Präsident?« »Ja, ich habe die letzte Nacht mit Frau Kalandra dort verbracht.« »Zimmer 21«, sagt Schrammel. »Das wissen wir. Die Frau ist da gefunden worden. Tot.« »Blödsinn. Tut mir leid. Der Portier sagt, sie seien circa um 7:30 gegangen.« »Stimmt. Da war Frau Kalandra vermutlich schon tot.« »Ich hab's nicht aufgeweckt. Ich wecke sie nie auf. Ist sie umgebracht worden?« »Wahrscheinlich nicht«, sagt Schrammel. Von der Straße ist eine Polizeisirene zu hören. Schrammel hebt automatisch witternd den Kopf. »Ja, wir haben heute auch so genug zu tun.« »Der Geldraub?« »Ja«, sagt Schrammel und nickt noch dazu. »Der Chauffeur ist inzwischen gestorben.« »Machen wir es kurz. Was haben Sie nach Verlassen des Hotels gemacht?«
Na, ich bin da hergefahren, hab mich ins Bett gelegt und geschlafen. Warum? Na, weil ich in der Nacht, wenn ich geschlafen hab, gehen Stransky und kneift das rechte Auge vertraulich zu. Schrammel zwinkert zurück. Erst ein Ellbogenstoß in der uniformierten Begleitung macht Schrammel aufmerksam, dass Zwinker nicht gerade passend ist. Bleiben Sie erreichbar, empfiehlt Schrammel und verlässt die geflochtene Türmatte. Falls es kein Mord war, ist die Geschichte für uns und Sie erledigt. Die Beamten, die gar nicht in die Wohnung vorgedrungen sind, gehen zum Lift. Stransky zündet sich in der Küche eine Zigarette an und lächelt sich über den Rasierspiegel zufrieden zu. Im besten Fall wird er von den Kriminalbeamten für etwas verdächtigt, was er nicht getan hat. Der nicht uniformierte Beamte scheint überhaupt nur ein Bremslicht der Kriminalistik zu sein. Pillig reagiert mit Verzweiflung, seine Statistik ist in höchster Gefahr. Zudem ist heute bereits der dritte Geldtransport innerhalb weniger Wochen erfolgreich überfallen worden. 18 Uhr. Bis jetzt gibt es keine verwertbaren Spuren. Alle beteiligten Autos, zwei Fiat und ein Volkswagen, sind schon vor Wochen gestohlen worden. Brauchbare Personenbeschreibungen gibt es erst recht nicht. Den Straßenkontrollen sind nur ein paar unbeteiligte Vormittagstränker zum Opfer gefallen. Kottern flüchtet vor den jammernden Monologen des Dezernatsleiters auf die Toilette. Dort blättert er im vorläufigen Bericht, den Schrammel über die Tote im Hotel verfasst hat. Um 18.30 Uhr klopft es bei Stransky wieder. Stransky ist inzwischen angezogen, duftet noch mehr nach Rasierwasser. Er hat eben überlegt, ob er nicht Renate oder Ines, seine anderen Bekannten, anrufen soll. Major Kottan betritt grußlos die Wohnung, schaut sich nicht um und spricht sofort Stranskys Verhaftung aus. Schremser wartet in der Eingangstür ab. »Ist meine Freundin doch ermordet worden?« »Na«, beruhigt ihn Kottan und blickt in Stranskys verwunderte Froschaugen. »Wo eindeutig Kreislaufversagen. Mein Kollege Schrammel, der am Vormittag bei Ihnen war, hat die Angewohnheit, seine Befragungen auf einem kleinen Rekorder aufzuzeichnen. Er hat nämlich nicht das beste Gedächtnis.« »Das ist sein Problem.« »Ich selber halte ja nichts von Bandaufzeichnungen«, gesteht Kottan. Er bleibt freundlich und hilft Stransky in den Mantel. »Weil Sie manchmal mit Ohrfeigen nachhelfen?«, grinst Stransky. »Ist streng verboten«, sagt Kottan. »Wir wissen, dass Sie beim Überfall auf den Geldtransport dabei waren.« »Gibt wohl einen Zeugen, der das bestätigt?« Stransky grinst noch immer. Kottan schiebt ihn zur Tür. »Sie sind unser Zeuge. Nach der Rückkehr aus dem Hotel haben Sie sich hingelegt und sind erst durch meinen Kollegen geweckt worden. Behaupten Sie jedenfalls.« »So war es.« »Im selben Gespräch haben Sie aber schon von dem Überfall gewusst, der erst nach 10 passiert ist, eigentlich mitten in Ihrem Schönheitsschlaf. Fällt Ihnen dazu noch was ein?« »Allerdings.« Rudi Stransky fällt ein zweisilbiges, früher als reichlich deftig geltendes Wort ein, das heute schon in jedem zweiten Fernsehkrimi vorkommt. Darum wird es hier, kurz vor dem Ende, auch nicht abgedruckt. Der Mörder der Selbstmörderin. Die Erfolgsstatistik des Wiener Sicherheitsbüros und im Besonderen des Morddezernats ist seit Jahren zum ersten Mal ernstlich gefährdet. Im letzten Quartal konnten von 10 Tötungsdelikten 3 nicht geklärt werden. Die getrübte Erfolgsbilanz interessiert Polizeipräsident Herbert Pilch nicht erheblich. Er überlässt die traditionelle Zwischenpressekonferenz Major Kottan, der sie vorbereiten und auch abhalten soll. Die statistische Entwicklung hält der nach wie vor jüngste Major im Sicherheitsbüro keinesfalls für dramatisch. 2 der 3 offenen Fälle sind an sich klar, die namentlich bekannten Täter allerdings noch flüchtig. Bei den 521 ungeklärten Diebstahls- und Raubdelikten scheint sogar Kottans ewiger Assistent Schrammel als Opfer auf. Ihm sind in der U-Bahn die Brieftasche und der Dienstausweis gestohlen worden. Da in der U-Bahn gleichzeitig eine ältere Frau bestohlen wurde und Schrammel sich nicht mehr ausweisen konnte, wurde der Kriminalbeamte selber eine halbe Stunde als Verdächtiger behandelt.
Pills ungebändigter Jagdinstinkt gilt zurzeit einem geheimnisvollen Täter, der mit Aufklebern die Waschräume und Toiletten im Sicherheitsbüro unsicher macht. Der Präsident hat in den letzten Tagen 3 Polizei-Nein-Danke-Aufkleber entdeckt und höchstpersönlich von Spiegeln und Fliesen kratzen müssen. Heute hat er ein neues Pickerl gefunden, EKF ins AKW. EKF ist die Abkürzung für den Erkennungsdienst für Kriminaltechnik und Fahndung. Der Täter kann, da ist Pilch ganz sicher, kein Außenstehender sein. Pilch hat auch schon einen Verdächtigen zur Hand. Adolf Kottam, dessen Zynismus ihm seit Jahren zu schaffen macht. Die Vorbereitungen zur Pressekonferenz sind ja auch als Strafarbeit aufzufassen. Der Vormittag verläuft angenehm ruhig. Dezernatsleiter Schremser erhebt sich mehrmals ächzend, um mit seinen Krücken zu seinem persönlichen Kasten zu wandern. Im Spiegel an der Innenseite der knarrenden Tür kontrolliert er immer wieder seine Frisur. Er hat sich selbst die Haare geschnitten, um schlanker zu wirken. Schrammel hat bei seiner Lektüre von Mike Hammer zu Lucky Luke gewechselt. Die neue Vorliebe für den Comic-Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten, bedeutet in Kottans Augen immerhin einen Qualitätssprung. Dafür ist der schießfreudige Schrammel vermutlich der einzige Kriminalbeamte im Sicherheitsbüro, der langsamer zieht als sein Schatten. Um 12.30 Uhr wird Kottan in der Kantine, noch vor der Vanillecreme mit Himbeersaft, von Staatsanwalt Hickel telefonisch erreicht, der gleich zur Sache kommt. Kottan, Sie nehmen sich den Mordfall Drabesch vor. Den kenne ich nicht, sagt Kottan. Seit wann gibt es den Fall? Seit heute. Wo ist die Leiche? Auf dem Friedhof. Es ist schnell gegangen. Ist der Tote endlich einmal selber Totengräber? Der Tote ist eine Frau. Bei der Ermordeten handelt es sich um eine 40-jährige Hildegard Drabesch. Sie wurde bereits vor 3 Monaten in ihrem Haus in Wien-Inzersdorf erschossen aufgefunden. Die Funkstreife, der Kriminalbeamte und der Arzt haben damals Selbstmord angenommen. Und? Inzwischen, die Leiche ist nach einem anonymen Hinweis exhumiert worden, stellt fest, dass die Frau keinesfalls Selbstmord begangen hat. Wir hatten das festgestellt. Die Polizeiärztin und die Gerichtsmedizin. Na wie? Die Ärztin hat 2 Schusskanäle in der Leiche vorgefunden. Kennen Sie einen Selbstmörder, der sich 2-mal in den Kopf schießt? In Österreich nicht, gibt Kottan zu. Wer war damals für den Tatort zuständig? Sicherheitsbüromäßig? Jo, Ihr Kollege Schrammel. Der Staatsanwalt legt grußlos auf. Kottan wendet sich den Tischen mit den karierten Tüchern zu. Schrammel, der nicht ahnen kann, was eben über ihn hereingebrochen ist, lächelt Kottan an. Eine Stunde später haben sich Kottan und sein Vorgesetzter Schremser ein vorläufiges Bild gemacht. Die geschiedene Frau Drabesch wurde am 17. Oktober von einer Funkstreifenbesatzung tot aufgefunden. Die Polizisten schalteten vorschriftsmäßig das Sicherheitsbüro ein. Schrammel, 50 Jahre, ein Liebhaber von raschelnden Regenmänteln, hatte Nachtdienst. Er schloss am Tatort sofort auf Selbstmord und ließ sich davon nicht mehr abbringen. Die Vermutung war im Übrigen nicht abwegig, weil ein mit Maschine gedippter Abschiedsbrief gefunden wurde. Außerdem lag das Kleinkalibergewehr 20 cm von der rechten Hand der Toten entfernt. Fingerabdrücke ließen sich wegen der Beschaffenheit der Waffe nicht feststellen. Schrammels ausgehobener Bericht klingt auf den ersten Blick überzeugend. In einem Nebensatz hat er allerdings das Auffinden von 2 Patronenhülsen selber vermerkt. Trotzdem hat er im Erhebungsformular in die Spalte Zustandekommen des Schadens geschrieben, wahrscheinlich Selbstmord. Da keine Zweifel bestanden, ordnete Schrammel eine sofortige Obduktion nicht an. Nach der Devise, nicht viel Wind machen. Wie üblich, denkt Kottan, wenn Todesfälle in sogenannten besseren oder halb prominenten Kreisen eintreten. Frau Drabesch war eine der reichsten Frauen im Bezirk. Sie tauchte auch regelmäßig in den Klatschspalten als charmante Ausrichterin von Sommerfesten auf. Schrammel ist kleinlaut, will sich auf Übernächtigung und Routine ausreden. Präsident Pilch findet nur ein Wort. Idiot!
Kottern weiß, dass Schrammels Feder durchaus mit Routine zu erklären ist. Im berühmten Vera-Brüne-Fall ist auch zweimal geschossen worden und der ermittelnde Kriminalbeamte hat flott auf Selbstmord getippt und damit eine zweifelsfreie Aufklärung des Verbrechens verhindert. Immerhin kann die Tatzeit aufgrund der von Schrammel ordnungsgemäß notierten Leichenstarre auf wenige Stunden eingeschränkt werden, zwischen 17 und 19 Uhr. Die Tatwaffe gehörte der Ermordeten. Der Täter, der Frau Drabisch von vorne und aus nächster Nähe erschossen hat, muss das Opfer gekannt haben. An Kampfspuren kann sich Schrammel nicht erinnern, obwohl er und die uniformierten Beamten ziemlich bedenkenlos durch das ganze Haus marschiert sind. Der offensichtlich gefälschte Abschiedsbrief nennt als Selbstmordmotiv Vereinsamung. Die verwendete Schreibmaschine befand sich im Haushalt der Ermordeten. Hilde Drabisch war, bei eigenen Verschulden, vor etwa 2 Jahren von Erich Drabisch, 42 Jahre, geschieden worden. Sie hatte sich dem jüngeren Zahntechniker Hermann Weniger zugewandt, der sie aber zum Zeitpunkt ihres Todes schon wieder verlassen hatte. Für die Tat kommt nach ersten Erhebungen nur ein Männertrio in Betracht. Der geschiedene Ehemann, der sich offenbar seit der Scheidung in finanziellen Schwierigkeiten befand. Er wurde von der kinderlosen Ermordeten zum Universalerben bestimmt. Ob die Ermordete die Absicht hatte, ihr Testament zu ändern, ist nicht zu eruieren. Das Erbe besteht immerhin aus Grundbesitz und Wertpapieren in Millionenhöhe. Der erst 30-jährige Zahntechniker Weninger, der sich anscheinend bei der Einrichtung seiner Privatpraxis finanziell übernommen hat, könnte Hilde Drabisch erfolglos angepumpt haben und in Wut geraten sein. Außerdem ist er noch der ältere und unansehnliche Bruder des Ex-Ehemanns Rudolf Drabisch. Hilde war zunächst mit ihm verlobt, hat sich dann aber doch für den jüngeren und attraktiveren Bruder entschieden. Rudolf Drabisch hat seinen nie abgelegten Hass auf die Frau immer wieder öffentlich bekundet. Nach seinen Angaben hat sich die Ermordete aber in der letzten Zeit wieder für ihn interessiert. Schrammel formuliert wieder einmal eine seiner Elferfragen. Sind die Alibis überprüfbar? Überprüfbar ist jedes Alibi, kontert Schremser. Leicht überprüfbar sind die angebotenen Alibis jedenfalls nicht. Zum Teil sind es auch nur halbe Alibis. Erich Drabisch, der in Baden in einem Vermessungsbüro beschäftigt ist, will am 17. Oktober nicht wie üblich über die Autobahn nach Wien gefahren sein, weil ihn eine aktuelle Verkehrsdurchsage im Radio auf einen Stau in der Höhe von Wiener Neudorf aufmerksam gemacht hat. Wenn er über die Autobahn nach Wien gekommen sei, habe er gelegentlich bei seiner geschiedenen Frau vorbeigeschaut. Für die langsamere Fahrt auf der Bundesstraße und die Abzweigung nach Simmering, wo Drabisch jetzt wohnt, ist sein uralter Volkswagen auch eher geeignet. Die Funktionstüchtigkeit des Autoradios überprüft Kottern selber. Er wird von einer lauten Passage aus einer Bruckner-Symphonie erschreckt. »Ich höre schließlich klassische Musik«, entschuldigt sich Drabisch. Der angegebene Verkehrsstau lässt sich nachweisen, zudem, dass Drabisch am Abend des 17. Oktober mit Freunden Karten gespielt hat. Wann er bei der Spielerrunde angekommen ist, kann nicht mehr genau festgestellt werden. Der Zahntechniker gibt an, allein in einer Zirkusvorstellung gewesen zu sein. Er weist auch eine Eintrittskarte vor, deren Abriss allerdings noch an der Karte befestigt ist. Das sei vergessen worden, sagt er. Außerdem sei er nur aus sentimentalen Gründen in dem kleinen Familienzirkus gewesen. Er präsentiert auch ein Polaroid-Foto, das ihn mit einem jungen Schimpansen des Zirkus zeigt. Die Verdächtigungen gegen seine Person versteht Weninger überhaupt nicht. Schließlich habe er selber, weil er nie an Selbstmord geglaubt habe, durch anonyme Hinweise die Exhumierung der Toten verursacht. Rudolf Drabisch will, laut einer Eintragung in seinem Taschenkalender, bei seiner ständigen Freundin gewesen sein. Die Freundin ist wegen Geheimprostitution polizeilich bekannt, bestätigt aber ohne Zögern das Alibi. »Einer lügt«, mein Pilch. »Tolle Erkenntnis«, sagt Kottern. Der Satz des Präsidenten hätte eigentlich nur Schrammel zugetraut.
Dennoch bringt Pilch mit seiner banalen Bemerkung den Major auf den richtigen Gedanken. Ihr Grinsen signalisiert mir, hofft Pilch, dass Sie wissen, wer von den dreien lügt. Stimmt, sagt Cotton. Wollen Sie es für sich behalten? Der geschiedene Mann ist ein Mörder. Was hat Sie zu dieser Erkenntnis gebracht? Meine Vorliebe für englische Popmusik. Auf der Stirn des Präsidenten ziehen Dackelfalten auf. Was sollte Cottons bekannte Vorliebe für Rock'n'Roll-Hits und Schnulzen vergangener Jahrzehnte mit dem falschen Alibi zu tun haben? Der Drabesch hat nie im Leben die Verkehrsdurchsage im Radio gehört, behauptet Cotton. Waren Sie im Auto? Wer prinzipiell klassische Musik hört, muss auf Verkehrsdurchsagen verzichten, weil die gibt's nur in Ö3. Bravo, Cotton! Lobt Pilch kühl und knapp. An die Arbeit! Welche? Sind die Vorbereitungen für die Pressekonferenz abgeschlossen? Na, der Präsident schreitet aus dem Büro des Majors. Cotton wirft die Tür hinter ihm zu und kickt den leeren Papierkorb durchs Zimmer. Bei der heutigen Musikprobe von Cottons Kapelle wird ihm Lonely Boy nicht genug sein. Heute muss es The Loneliest Boy in the World sein. Auch von Paul Anker. Schlussstrich. Der Polizeiball bietet Cottons Kapelle die schon gewohnte und doch ersehnte Auftrittsmöglichkeit. Dieses Jahr hat sich der erfolgreiche, von Präsident Pilch trotzdem bekämpfte und in der Öffentlichkeit umstrittene Major des Morddezernats im Sicherheitsbüro für Songs von Eddie Cochran, Elvis Presley und Chuck Berry entschieden. Cotton in silbrigem Overall wird von Paul Schremser, Dezernatsleiter und Bassgitarrist, und von Alfred Schrammel, Assistent auf Lebenszeit und Schlagwerker, begleitet. Bei den Rock'n'Roll-Nummern kann Schrammel das Tempo nicht halten. Der Leutnant mit allen Parteibüchern und ohne Chance auf Karriere kommt mehrmals aus dem Rhythmus, grinst aber trotzdem wie der Star des Jahres in den verrauchten Saal. Am besten wäre es, findet Cotton, Schrammel bei der nächsten Gelegenheit durch ein automatisches Schlagzeug zu ersetzen. Polizeipräsident Pilch, der in einem grellen Seidenanzug gekommen ist, verzichtet heuer auf seinen Auftritt als Sänger. Die Buhrufe vom letzten Jahr hat er noch immer nicht verdaut. Dafür rückt er nicht von Ilse Cotterns Seite, der glänzende Beispiele seiner polizeilichen Umsicht referiert. Mutter Cottern ist zum TV-Schirm in ein Nebenzimmer geflüchtet, wo ein gewisser Maigret lustlos in einem zwielichtigen Hotel ermittelt. Nach dem Auftritt kümmert sich Sonja Grippawetz vom Erkennungsdienst um Cotton. Sie lehnt Schrammels insistierende Aufforderungen ab, bleibt mit Cotton sogar beim Linkswalzer, den der Major gar nicht beherrscht, auf der parkettierten Tanzfläche. Cottons hübscher Abend wird nur bis ungefähr 2 Uhr morgens dauern. Seit 22 Uhr liegt Erwin Prenal, 40 Jahre, mit offenen Augen in seinem Bett auf dem Rücken. Er kann nicht einschlafen, zögert aber noch, eine Schlaftablette zu nehmen. Das Bett neben ihm ist leer. Als Hertha Prenal die Haustür aufschließt, weiß sie nicht, wie spät es ist, weiß nur, dass sie betrunken und aufgeregt ist. Sie hat Schwierigkeiten, mit dem Schlüssel ins Schloss zu finden. Obwohl sie die Tür von innen leise zudrücken will, macht das Schließen erheblichen Lärm. Die Nummerntafeln, die sie bei sich hat, und das Etui mit den Autopapieren und der Versicherungskarte will sie auf die Ablage neben das Telefon legen. Auch das gelingt ihr nicht. Die Tafeln fallen scheppernd zu Boden. Der Lärm ist bestimmt im ganzen Haus zu hören. Im nächsten Moment steht schon Erwin Prenal im Vorzimmer, macht Licht, mustert seine 36-jährige Frau, die durchnässt und verdreckt ist. Sie weicht seinen Blick aus, lässt sich in eine der beiden Tonet-Imitationen fallen und versucht, aus den Stiefeln zu kommen. »Du wägst das ganze Haus auf«, sagt Erwin Prenal und macht kreisende Armbewegungen. Das ganze Haus bedeutet die beiden Kinder im Volksschulalter, Peter und Carla, und das Kindermädchen aus Amstetten. Hertha Prenal hört ihren Mann gar nicht. Sie findet aus ihren aufgeweichten Stiefeln und rutscht auf den Knien zu den Tafeln, sammelt alles wieder ein. Erwin Prenal fällt nur die Frage ein, die keine Frage sein kann.
Is was passiert? Ein Unfall, sagt sie, steht schon wieder und lehnt sich mit dem Rücken gegen die tapezierte Vorzimmerwand. Oh, auf der Höhenstraße, ich bin von der Fahrbahn gerutscht. Und? Ging am Baum gefahren. Verletzt? Naja, nur das Auto, das ist so gut wie tot. Ja, und warum tragst du die Kennzeichen spazieren? Tote Autos brauchen keine mehr. Totalschaden? Herr der Prenal lacht. Die Blechschilder hat sie abmontiert, abgerissen, weil das in den hektischen Sekunden nach dem Unfall ihr erster Einfall war. Die Polizei sollte sie nicht erwischen, auf keinen Fall. Schon deswegen nicht, weil Herr der Prenal sie selber auf mindestens 2 Promille schätzt. Dass an dem Auto kaum noch was zu retten ist, hat sie trotzdem gesehen. Den Unfall selbst hat niemand bemerkt, weil sich die Aufprallstelle etwas unterhalb der Straße befindet. Hertha Prenal ist 1 Kilometer durch den Regen gelaufen, hat dann ein Taxi genommen. Jetzt steuert sie auf das Wohnzimmer zu. »Ich brauch einen Schluck.« »Du vertragst nichts mehr«, konstatiert ihr Mann und reißt sie am Oberarm zurück. »Und du kriegst da nichts.« »Wie oft hab ich da gesagt?« »Spül nicht auf«, unterbricht sie ihn. Er drängt sie an der Wohnzimmertür vorbei ins Schlafzimmer, hilft ihr ins Bett, holt ihr ein stärkeres Schlafmittel. Nach wenigen Minuten ist ihr regelmäßiges Atmen zu hören. Erwin Prenal kann noch immer nicht einschlafen. In der Früh, kurz nach 8, lenkt Erwin Prenal seinen Peugeot 505 über die Höhenstraße. Hertha Prenal, noch immer ramponiert, sitzt neben ihm, kündigt an, dass gleich die Stelle kommen muss, wo sie in der Nacht von der Straße abgekommen ist. Falls den zerknitterten Renault 5 noch niemand entdeckt hat, wollen die beiden die Autoapotheke aus dem Kofferraum holen. Erwin Prenal ist eingefallen, dass auf einem Blatt in der Apotheke Herthas Name und Adresse notiert sind. In der Nähe der Unfallstelle ist niemand zu sehen. Nur etwa 700 Meter entfernt parkt ein weißes Auto. Das Ehepaar steigt aus. Erwin Prenal geht voran. Dass seine Frau sich nicht die Beine gequetscht oder eingeklemmt hat, hält er angesichts des zerstörten Autos für ein Wunder. Als er den Kofferraum öffnen will, taucht hinter ihm ein Mann auf, den er nicht kennt. Der Mann zeigt einen roten Ausweis. »Guten Tag, Schrammel, Kriminalpolizei. Familie Prenal?« »Ja«, sagt Hertha Prenal, weil Zögern jetzt doch keinen Sinn mehr hätte. Schrammel spricht etwas in sein Funkgerät, worauf der weiße Wagen wendet und näher kommt. Ein Polizeiwagen mit Zivilkennzeichen. »Sie haben uns anscheinend in der Nacht nicht verständigen wollen«, sagt Schrammel. »Der Schock«, mischt Erwin Prenal sich ein. »Das kann man doch verstehen nach so einem Unfall.« »Unfall?« sagt Schrammel. »Darum geht es nicht.« »Worum geht's?« »Um Mord.« »Na, kümmern Sie sich um Autoleichen?« Prenal setzt ein amüsiertes Gesicht auf. »Auf dem Beifahrersitz haben wir eine tote Frau gefunden. Die schweren Verletzungen sollten uns sichtlich auf einen Aufprall im Auto schließen lassen. Aber unsere Ärztin hat gleich gemerkt, dass zumindest ein Teil der Verletzungen ihr schon vorher zugefügt wurde. Wir wurden bei dem Unfall im Wagen.« »Ich«, meint Hertha Prenal, »ich war allein. Wer ist denn die Tote?« Sie blickt durch das zersplitterte rechte Seitenfenster ihres Autos. »Die Leiche ist längst weggebracht worden. Aber hier ist ein Foto.« Schrammel zeigt ein reichlich dunkles Polaroid-Bild. »Die Vera«, sagt Hertha Prenal erschrocken. »Die Vera Schönwald ist es. Sie waren allein im Auto, kennen aber die Tote. Ich hab die Frau gestern getroffen in Klosterneuburg. Dann bin ich heimgefahren, aber nicht weit gekommen.« Schrammel kann mit Mühe auf ein Warum verzichten und lässt Hertha Prenal in den Polizeiwagen steigen. Er nimmt sie ins Sicherheitsbüro mit. Erwin Prenal folgt im Peugeot. Hertha Prenal bleibt nach einem 2-stündigen Verhör durch Kottern und Dezernatsleiter Schrammel bei der ersten Aussage und in Haft. Sie hatte gestern in der Pizzeria Santa Lucia eine Art Aussprache mit der Ermordeten gehabt. Die 30-jährige Vera Schönwald, mit einem Buchvertreter verheiratet, sei schon seit ein paar Jahren mit Erwin Prenal befreundet gewesen. Sie sei erst vor wenigen Wochen hinter dieses Verhältnis gekommen.
Ihr Mann habe jedoch nicht die Absicht gehabt, auf die Freundin zu verzichten. Die Aussprache gestern von Hertha Prenal mit Alkoholmut geführt, habe kein Ergebnis gebracht. Auch Vera Schönwald habe das Verhältnis nicht abbrechen wollen. Die Polizeiärztin Schett gibt vorläufigen schriftlichen Bescheid. Der Tod der Frau ist zwischen 23 und 24 Uhr eingetreten. Gestorben ist Vera Schönwald aber nicht an den sichtbaren Verletzungen, sondern an einer kleinkalibrigen Kugel aus einer Pistole. Die Verletzungen haben dazu geführt, dass der Einschusskanal nicht gleich entdeckt wurde. Hertha Prenal leugnet, die Rivalin im Streit oder aus Enttäuschung erschossen zu haben. Sie beharrt auch bei weiteren Verhören auf ihre Version. Nach dem erfolglosen Gespräch habe sie heimfahren wollen und dabei, begünstigt durch Aufregung und Straßenklette, den Unfall gebaut. Außerdem besitze sie gar keine Waffe, was ihr Mann nickend bestätigt. Möglicherweise, gibt sie an, sei sie auch schon vor 23 Uhr daheim gewesen. Genau kann das Erwin Prenal nicht sagen, denn er hat bei der nächtlichen Heimkehr seiner Frau nicht auf die Uhr geschaut. Robert Schönwald, der Buchvertreter, will die Nacht in einem Hotel in Linz in der Nähe des Bahnhofs verbracht haben. Allein und ganz brav. Major Kottan und Pilch warten vor dem Eingang der Prenal-Villa in Gersthof. In der Nachbarschaft schlagen die Gartentüren, weil sich der Briefträger im Laufschritt nähert. Für Prenal gibt es keine Post, nur die bunte Reklame einer Konditorei, die den Besitzer gewechselt hat. Am Eröffnungstag darf jeder, der noch keine 13 ist, so viel Eis essen, wie er in seinem Körper hineinbekommt. Erst nach dem 12. Läuten öffnet er den Prenal. Er hat die Polizisten absichtlich warten lassen. Die Kriminalbeamten werden von ihm ins riesige Wohnzimmer geführt, das mit polierten altdeutschen Möbeln vollgestellt ist. Reichtum wird im ganzen Haus zur Schau gestellt. Wahrscheinlich frisst hier sogar die Hauskatze nur Austern und russischen Kaviar. Kottan interessiert sich kurz für eine bunte Musikbox aus den 40er Jahren. Ein Gerät, das nicht unter 100.000 Schilling zu bekommen ist. »Gratuliere!« sagt Kottan plötzlich und öffnet den Reißverschluss seiner Lederjacke. »Ihre Frau wird heute noch enthaftet!« Prenal ist überrascht, macht schmale Augen, kapiert nicht. »Wir haben den Taxi vorher aufgetrieben, der ihre Frau in der Mordnacht kurz nach 10 hier abgesetzt hat. Von da an sind sie selber das beste Alibi.« »Schön«, sagt Prenal nur. »Leider haben sie jetzt kein Alibi. Ihre Frau hat ja fest geschlafen.« Kottan macht ein bedauerndes Gesicht. Herbert Pilch seufzt verständnisvoll. »Sie müssen verrückt sein, wenn Sie mich verdächtigen.« Prenal wird sofort laut. »Eine Geschichte gefällig?« fragt Kottan, wartet aber keine Antwort ab. »Sie hätten doch schon längst, wenn es leicht gegangen wäre, von ihrer Frau zu ihrer Freundin gewechselt. In der letzten Zeit war ihnen aber anscheinend auch die Freundin nicht mehr spannend genug. Der Unfall war eine plötzliche Gelegenheit, beide auf einmal loszuwerden. Sie haben sich doch in der Nacht, während die Frau geschlafen hat, mit Vera Schönwald getroffen.« »Ich liebe Geschichten«, erklärt Herwin Prenal, »aber diese ist ein Dreck. Hab ich vielleicht am Auto meiner Frau manipuliert?« »Das weiß ich nicht. Ich bin kein Mechaniker. Und ich hab schon gesagt, dass es sich um eine plötzliche Gelegenheit gehandelt hat.« »Haben Sie eine Waffe?« »Nein.« »Also auch keine Fingerabdrücke?« »Na.« »Einen Tatzeugen?« »Auch nicht.« Herbert Pillich, bisher teilnahmslos und still, wird unsicher, zieht Kottan zu sich. »Ich dachte, es sei alles aufgeklärt. Wollen Sie ihn würgen, bis er die Wahrheit sagt?« »Nicht notwendig. Wir verhofften ihn.« »Warum ich?« Prenal wird noch lauter, spuckt. »Ja, wen sonst? Ohne Beweise? Die Vera hätte ja doch jeder umbringen können.« »Sicher«, sagt Kottan und holt die Handschellen aus einer Innentasche seiner Lederjacke. »Nur, wie hätte jeder das Auto neben der Hühnstraße gefunden? Von der Unfallstelle wussten nur sie und ihre Frau, aber die hat zur Tatzeit geschlafen.« »Bravo«, schreit der Präsident und wieselt zum Telefon. Eine Pressekonferenz muss augenblicklich einberufen werden, bei der er mit glasigen Augen den neuerlichen polizeilichen Erfolg wortreich ausplappern darf.
Der Tischtennismord. Wieder so ein unaufregender Nachmittag im Sicherheitsbüro. Mit Staatsleiter Schremser und Major Kottern haben sich fast 2 Stunden dem elektronischen Schifferlversenken gewidmet. Kottern hat bei dem Spiel nach wie vor keine Chance. Schrammel wischt Staub von seiner Dienstwalter, während er einem blutigen Feldzug Mike Hammers in einem Taschenbuch folgt. Schrammel weiß nicht, dass sich in seiner Waffe seit Wochen nur Platzpatronen befinden. Eine ausnahmsweise gemeinsame Entscheidung des Polizeipräsidenten und Kotterns. Schrammel hat Pilch ja kürzlich im Dienstwagen zum 2. Mal angeschossen. Der Vorfall ist natürlich vertuscht worden. Schrammel pfeift, während Mike Hammer sich zwischendurch um eine untergewichtige Blonde kümmert, ein optimistisches Lied. Dass Optimisten Rohmaterial für Friedhöfe sind, sagt dem Kottern lieber nicht. Kurz vor 17 Uhr meldet sich der Obdachlose Erwin Droppala telefonisch. Wieder einmal kann er mit einer Leiche aufwarten. Schrammel stöhnt gequält auf, weil er schon in seinem hellblauen Trainingsanzug fürs abendliche Joggen steckt. Jetzt hat er keine Zeit mehr, sich in einen Kriminalbeamten in Anzug und mit Krawatte zu verwandeln. Die Leiche liegt in einer Tischtennishalle im 20. Bezirk, ist männlich, ungefähr 50 Jahre. Droppala erwartet die Kriminalbeamten beim Eingang. Er will Kottern von seinem lauwarmen Magenbitter aus der Flasche kosten lassen. »Was machst denn du in einer Tischtennishalle?« will Kottern wissen. Droppala antwortet wie meistens mit einem Auszug aus seinen frei erfundenen Memoiren. »Ich bin früher selber Tischtennisspieler gewesen. Sogar die chinesischen Stars haben von mir zittern müssen. Ich wollte nur die vermisste Tischtennisluft schnuppern.« Der Dezernatsleiter beendet den Dialog und schickt Droppala weg. Der Obdachlose bedankt sich sogar dafür. Um 18 Uhr referiert er, müsse er nämlich in einer Turnhalle in der Nähe sein. Er leitet da einen Gymnastikkurs für Versehrte. Schremser solle bei Gelegenheit einmal vorbeikommen. Die Tischtennishalle besteht aus einem großen, zentralen Raum und einzelnen Tischtenniszimmern. Der Tote befindet sich im Zimmer 3. Er heißt Alfred Gretschi und hat mit dem etwa gleichaltrigen Robert Wögerer ab 16 Uhr Tischtennis gespielt. Wögerer ist ein dürrer Graukopf, der mit leeren Katzenaugen auf einer Bank sitzt. Er deutet mit dem Kopf zur seitlichen Tür. Um 4:30 hat er die Tür aufgemacht und sofort geschossen. Schrammel entschlüpft eine Frage. »Auf den Gretschi?« »Na, auf mich nicht. Den Schützen habe ich nicht gesehen, weil ich mich sofort um den Gretschi gekümmert habe. Dem war nicht mehr zu helfen.« »Und?« »Auf den Gang habe ich mich erst nach 5 Minuten getraut.« Schremser notiert die Antworten auf die üblichen Fragen, die von ihm und dem Major gestellt werden. Schrammel, dessen Trainingsanzug hier durchaus angebracht ist, stellt keine Fragen mehr. Er starrt Wögerer an, den er schon für einen professionellen Leugner hält. Zuletzt wissen die Beamten nicht viel. Die Adresse des Toten, der verheiratet war. Mit Wögerer hat er oft, aber nie zu bestimmten Terminen Tischtennis gespielt. Die Halle ist zur Tatzeit nicht frequentiert gewesen. Die beiden Schüsse haben nur Droppala, Wögerer und 2 Schüler in Zimmer 7 gehört, die aber auch erst nach einer Viertelstunde mutig genug waren, das Zimmer zu verlassen. Als die Beamten des Morddezernats endlich abziehen wollen, kommt Sonja Gribavetsch vom Erkennungsdienst aufgeregt und mit verschwitzten Brillen an. Sie hat die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Einen kleinen Wehrmachtsrevolver, der in einem Straßenschuh Wögerers in der Garderobe versteckt war. »Ich hab den Vogel gleich im Verdacht gehabt«, sagt Schrammel. Im Sicherheitsbüro in der Nähe des Kaffeeautomaten trifft Pilch auf den Polizeipräsidenten. Der Automat zieht Herbert Pilch magisch an, obwohl er ihm nicht einmal im Ausnahmsfall einen Becher mit Kaffee zukommen lässt. Der Präsident hat anscheinend gewartet. »Was ist das für ein Fall?« »Ein Mordfall«, sagt Kottern, nicht gesprächswillig, und will weiter. »Aha«, sagt Pilch. »Die Ermittlungen laufen.« »Weiß man, wohin?« Kottern schweigt. Schrammel läuft im Trainingsanzug vorbei und die Stiegen hinunter, um sein persönliches Fitnessprogramm einzuhalten.
Das Verhör mit dem Verdächtigen führt Schremser allein. Er ist früher berüchtigt dafür gewesen, die Geständnisse zu bekommen, die er sich vorgenommen hatte. Seine Krücken waren in der lokalen Unterwelt gefürchtet. Seit er Dezernatsleiter geworden ist, agiert er zurückhaltender. »Gehen Sie auch nach Hause, Kottern?« Pilch hält den Major am rechten Ärmel der Lederjacke zurück. »Na, ich rede nur mit der Frau des Mordopfers. Die nehmen Sie sich wohl alleine vor?« »Ja.« »Typisch«, knurrt Pilch. »Sie ist über 50.« »Ihre bevorzugte Altersgruppe, bei Damen«, meint der Präsident und amüsiert sich gleich königlich über seinen außerordentlichen Einfall. Kottern lässt Heribert Pilch stehen, begibt sich im Paternoster in die Tiefe. Der Präsident bleibt allein auf dem Gang zurück, nähert sich dem roten Kaffeeautomaten, opfert aber doch keine Münze. Er nimmt auch sonst keine Automaten mehr in Anspruch. Vermutlich würde sogar die letzte Musikbox Pilch ihre Schlager verweigern. Frau Kretschi wohnt im ersten Stock in einer neuen Wohnhausanlage beim Brigitterplatz. Im Stiegenhaus fällt Kottern ein alter Witz ein, in dem auch jemand eine Frau vom plötzlichen Ableben ihres Mannes verständigen soll. »Bin ich hier richtig bei der Witwe, Kretschi?« »Ich bin keine Witwe.« »Wohin wir wetten?« Die ungeschminkte Frau, Anfang 40 Jahre, nimmt die Nachricht gefasst auf. Im durchschnittlichen Katalogwohnzimmer macht sie Kottern darauf aufmerksam, dass sie ihm nur von den Lippen ablesen kann. Sie ist vor Jahren bei einer missglückten Straßenbausprengung von einem Gesteinsbrocken getroffen worden, der ihr den Kiefer zerschmettert hat. Der gleichzeitig erlittene Gehörverlust war irreparabel. Frau Kretschi ersucht Kottern, langsam zu sprechen. Kottern versucht es mit der Zeichensprache. Die kann er tadellos. Er ist schon 4 Jahre Mitglied eines Gehörlosenvereins. Frau Kretschi spricht lieber. Die Zeichensprache beherrscht sie noch nicht besonders. Der Major erfährt, dass ihr Mann früher in einem städtischen Hallenbad Bademeister war. Den Arbeitsplatz hat er aber vor einiger Zeit verloren. »Kennen Sie den Herrn Wögerer?« fragt Kottern je. Er sitzt bereits auf dem zweisitzigen Fauteuil mit dem Rücken zur Lodger und den Fenstern. Frau Gretschi sitzt ihm gegenüber und trinkt einen kleinen Schluck Marillenschnaps aus einem beschlagenen Glas. »Komm«, sagt sie. Von den Tischtennisambitionen ihres Mannes hat's nicht viel gehalten, weil die ohnehin immer im nächsten Wirtshaus bei mindestens 5 Bier geendet haben. »Wovon haben Sie und Ihr Mann gelebt?« »Nach dem Unfall habe ich von der Versicherung und der öffentlichen Hand ordentliche Summen erhalten. Die reichen.« »Hat Ihr Mann Feinde gehabt?« »Ich kenne keine.« »Wissen Sie wenigstens über seine Bekannten Bescheid?« »Halbwegs. Stellen Sie mir eine Liste zusammen«, bittet Kottern, während er sich umdreht und zum Brigitter Kirchturm blickt. Die Glocke schlägt 9-mal. Kottern bricht jetzt rasch auf. Der Dezernatsleiter ist Nacht nicht weitergekommen. Er ist sich nicht sicher, ob Wögerer nur den stummen Fisch spielt oder wirklich nichts über die Herkunft der Tatwaffe weiß. Fingerabdrücke sind, wie erwartet, auf der Waffe nicht zu finden gewesen. Kottern erfährt von der Verwaltung der öffentlichen Bäder, dass Gretschi seinerzeit nicht gekündigt wurde. Er hat selbst gekündigt. Offenbar, nachdem seine Frau das Geld von der Versicherung bekommen hat. Gretschi war auch als regelmäßiger Spieler im Casino bekannt. Der Major macht einen zweiten kurzen Besuch bei der Witwe. Von der Selbstkündigung habe sie gewusst, nur nichts gesagt, weil sie ihren toten Mann nicht habe schlecht machen wollen. Die Spielleidenschaft habe sie nur widerwillig unterstützt. Pilch lärmt kurz vor Mittag ins Büro des Dezernats, will den Stand der Ermittlungen wissen. »Wir kommen voran«, sagt Kottern, wie immer. »Heute ist Dienstag«, jammert Pilch los. »Morgen ist Mittwoch, übermorgen Donnerstag, die Woche ist praktisch um und kein Täter in Sicht.« Die Namensliste der Frau Kretschi hat Kottern bei seinem zweiten Auftritt bekommen. Die genannten Adressen wird Schrammel abklappern müssen. Kottern fährt mit Schremser, der bereits mehrmals auf sichere Roulette-Systeme hereingefallen ist, ins Casino.
Beim Empfang wird Kottan mit seinem bewährten Adolf Cherry Kottan-Ausweis, einem Scherzartikel mit Foto, anstandslos eingelassen. Schremser wird wie ein alter Bekannter begrüßt. Nach wenigen Fragen weiß Kottan, dass Gretschi vorgestern mit Hubert Reininger, einem erst 30-jährigen Dauerspieler, ziemlich hoch gespielt hat. Ob Gretschi hoch gewonnen oder verloren hat, will niemand wissen. Kottan lotst Reininger vom Blackjack-Tisch zur Bar. Reininger behauptet öfters, eine Art Spielgemeinschaft mit Gretschi eingegangen zu sein. Am Sonntag hätten sie übrigens ausgiebig verloren. Schremser versetzt sich beim Gehen im Stiegenhaus zwei schallende Ohrfeigen. Er hat 1500 Schilling verloren. Ruckzuck. Auch am nächsten Morgen ist man im Sicherheitsbüro nicht viel weiter. Wögerer gibt weiterhin nichts zu. Kottan kann sich nicht vorstellen, dass Reininger, ein Bankbediensteter, seinen Casino-Partner in der Tischtennishalle erschossen und beraubt hat. Das hätte der, wenn schon, am Sonntag nach dem Casino-Besuch erledigen können. Schrammel hat nach wie vor Wögerer in Verdacht. Er konstruiert sich eine Love-Story zwischen Wögerer und Frau Gretschi. Die Ausrede auf den großen Unbekannten findet er bloß lächerlich. Warum die beiden aber dann die Waffe in der Garderobe gelassen haben sollen, kann Schrammel nicht beantworten. »Die Namensliste hat einen Schmoren gebracht«, sagt er, um das betretene Schweigen zu brechen. »Außer, dass dieser Reininger auch auf der Liste steht.« »Doch«, schreit Kottan und springt auf. Sein Sessel kippt nach hinten um. »Den Täter!« Herbert Pilch erwacht aus seinem grollenden Standschlaf. Er scharrt mit den Beinen und blickt Kottan aus großen Eulenaugen an. »Ich besorge den Haftbefehl«, verkündet er. »Für wen?« Der Dezernatsleiter und Schrammel kapieren nicht, was die Liste der Frau Gretschi beweisen könnte. »Haben wir was übersehen?« fragt Schremser. »Ich«, sagt Kottan. »Wen will Kottan verhaften lassen? Wie kommt er mit der Namensliste an den Täter?« Saubere Arbeit. Kurz nach 23 Uhr bekommt Josef Ströbinger die Handfesseln endlich auf. Die Fußfesseln sind jetzt kein Problem mehr. Die Platzwunde über dem linken Ohr ist bereits verkrustet, trotzdem hat Ströbinger das Gefühl, als würde sein Herz im Kopf schlagen. Er läuft auf den Gang. Direkt vor der Tür liegt sein toter Kollege Fritz Samwald. Ströbinger läuft den Erdgeschossgang entlang zum Haupttor, das nicht verriegelt ist. Das Wachzimmer befindet sich auf der anderen Straßenseite, vielleicht 80 Meter entfernt, ist aber abgesperrt, weil nur ein Beamter Dienst hat. Genau um 23.17 Uhr öffnet der einigermaßen verschlafene Polizist Hubert Feigl. Er alarmiert nach einer weiteren halben Minute die Rettung, dann das Mord- und Einbruchsdezernat. Adolf Kottan, ungebrochen jüngster Major im Morddezernat, ist noch auf, als ihn der Alarm erreicht, weil er interessiert vor einer Fernsehdiskussion gesessen ist, in der es um Übergriffe der Polizei geht. Seine Frau und seine Mutter sind sich sowieso sicher, dass es bei den polizeilichen Einvernahmen recht schnell Ohrfeigen regnet. »Na, bei uns nicht«, hat Kottan behauptet. »Nur dem Schremser kommt manchmal die Krücken aus, wenn ihn die Geduld reißt.« Paul Schremser, 55 Jahre, hat bei einem Autounfall ein Bein verloren, ist aber trotzdem bei der Bestellung zum Dezernatsleiter Major Kottan vorgezogen worden. Der Major bleibt in den Jeans, beeilt sich in seine rissige Lederjacke und steckt sich eine Bazooka in den Mund, um am Tatort nicht nach Bier zu riechen. Schrammel, der eifrige, aber untalentierte Assistent, wartet schon im Dienstgolf vor der Haustür. Er weiß auch noch nicht sehr viel. Tatort ist eine bekannte Lederwaren- und Ledermodenfirma in der Löblichgasse. Mehrere unbekannte, flüchtige Täter haben zwei Angestellte des Überwachungs- und Sicherheitsdienstes bereit überrascht. Einer der beiden Männer ist erschossen, der andere unbestimmten Grades verletzt worden. »Was war denn dort zu holen?« überlegt Kottan. »Ein Panzerwagen ist anscheinend aufgebrochen worden. Wie viel da mitgegangen ist, weiß ich nicht.« Auch Schrammel bearbeitet einen Kaugummi. Der Schremser nimmt Kontakt mit dem zuständigen Menschen der Firma auf.
Als Kottern und Schremser in der Löblichgasse eintreffen, sind zwei Leute der Gruppe Jerabeck vom Einbruchsdezernat da. Der Erkennungsdienst arbeitet schon, uniformierte Beamte durchstreifen die Umgebung, ob nicht ein Passant mit oder ohne Hund eine zufällige Beobachtung gemacht hat. Lokale gibt es in der Gegend nicht viele, nur das Gasthaus zur Blauen Nase, wo eine kleine, betrunkene Gesellschaft eine lokale Meisterschaft im Domino veranstaltet. Ströbinger, Jahrgang 47, ein großer, dünner Mann, wartet vor dem Haupteingang. Seine Wunde ist im Rettungswagen professorisch verklebt und verbunden worden. Das Schloss am Tor ist unversehrt, nur das Glas ist eingedrückt. Das Schirngitter hinter dem Tor ist offen. Ströbingers Schilderung der Ereignisse ist kurz und präzis. Seit mehreren Monaten werden die Nachttouren bei Bereit nur noch zu zweit begangen. Aus Sicherheitsgründen. Die Reihenfolge der Firmen, die kontrolliert werden, ändert sich jeden Tag. Ein paar Minuten vor 22 Uhr sind Ströbinger und sein gleichaltriger Kollege Fritz Samwald heute bei der Lederfirma angekommen. Sie haben wie immer den Weg durch den Haupteingang genommen, das Scherengitter geöffnet, das Eingangstor aber wieder versperrt. Nach dem Routinegang habe Ströbinger im Büro, wo auch der Geldschrank, ein monumentales Wertheim-Modell aus den 60er Jahren, steht, telefonieren wollen. »Ein Bestätigungsanruf bei der Zentrale«, vermutet Kottern. »Na«, Ströbinger wirkt jetzt verlegen. »Ich wollte eine gemeinsame Freundin anrufen, die wir manchmal besuchen.« »In der Nacht?«, fragt Kottern. »Während des Dienstes«, ergänzt Schrammel. »Ja, ich hab die Nummer nicht einmal fertig wählen können. Die Schritte hinter mir hab ich zwar gehört, mir aber nicht viel dabei gedacht, weil ja auch der Samwald im Haus war, ne? Dann hab ich schon den Schlag auf den Kopf bekommen und bin gefesselt worden.« Ströbinger und die beiden Kriminalbeamten sind inzwischen auf dem Gang vor der Bürotür eingetroffen. Der tote Kollege wird gerade weggetragen, die Kreidemarkierungen bleiben. »Mehrere Schüsse in die Brust«, stellt die Ärztin fest. »Drei wurden's«, berichtet Ströbinger. »Der Samwald hat sich nicht damit abfinden wollen, dass uns die Einbrecher kaltgestellt haben. Er hat sich wehren wollen. Und«, sagt Schrammel, weil Ströbinger nicht weiterredet. »Ja, die haben sofort geschossen. Dabei wollten wir im Ernstfall nicht die Mutigen spülen.« »Muss er vergessen haben«, meint Kottern. »Der war sofort tot«, sagt die Ärztin und macht sich mit ihrer Tasche davon. »Wer hat geschossen?« mischt sich der fette Jokostra vom Einbruch ein. »Alle? Wie viel waren das überhaupt?« »Zwei.« »Maskiert?« »Nein.« »Sie können die Täter beschreiben?« »Bestens. Ich habe ihnen ja fast eine Stunde zuschauen dürfen. Die haben in aller Ruhe den Schrank aufgemacht und das Geld in einen Wäschesack vom Roten Kreuz gepackt.« »Sind Sie im Dienst bewaffnet?« fragt Kottern. »Na sicher, unsere Waffen haben die zwei mitgenommen. Und Sie waren die ganze Zeit gefesselt?« »Ja, ich hab, nachdem Sie weg waren, vielleicht 20 Minuten gebraucht, um die Fesseln aufzukriegen.« Kottern hat wie eine Ratte die Bürowände abgeschritten und zeigt auf das beige Tastentelefon. »Warum haben Sie nicht gleich von hier aus Alarm geschlagen?« »Ich war mir eigentlich sicher, dass die Einbrecher die Telefonleitung unterbrochen haben. Außerdem weiß ich ja, dass das Wachzimmer gleich gegenüber ist.« »Was ist denn das für Freunde, die Sie anrufen wollten?« Es ist Schrammel, der sich mit schmalen Augen der erotischen Komponente der Angelegenheit zuwendet. »Eine Freundin für zwei?« »So was gibt's?« sagt Kottern. Ihn interessiert im Augenblick nicht, wen Ströbinger und Samwald aufsuchen wollten. »Du kannst ja in Zukunft den Platz des Herrn einnehmen, der jetzt ausfällt.« Bei Jokostra löst Kotterns Sarkasmus nur missbilligende Falten auf der Stirn aus. Jokostra ist überhaupt einer, der die Kontakte mit Kottern auf das dienstlich notwendige Minimum beschränkt. Inzwischen ist auch ein Mann von der Geschäftsleitung da, Hannes Göttler, 50 Jahre und aufgeregt. Er gibt an, dass heute circa 2 Millionen im Schrank waren. »Warum so viel?« Schrammel setzt seinen misstrauischen Blick auf. »Es ist nie wenig, zumindest nicht mitten in der Woche.
Und warum haben Sie das Geld nicht zu einer Bank bringen lassen?« fragt Cotton, eine zerknitterte, kalte Zigarette zwischen den Fingern. »Das haben wir ja nie gemacht.« Göttler fixiert Ströbingers Kopfverband. »Wie war denn das möglich?« »Die Tür ist eingeschlagen worden. Die haben uns überrumpelt. Sie hätten das Scherengitter sofort wieder hinter sich schließen müssen.« »Den haben wir ja nie gemacht«, sagt jetzt Ströbinger. Der Tonfall ist mit dem von Göttler identisch. Donnerstag, 10.30 Uhr. Die Ermittlungen stocken. Polizeipräsident Pilch ist ungeduldig wie stets und verlässt Cotterns Büro nicht, weil er seine heilige Aufklärungsstatistik in Gefahr glaubt. Der Bericht des Erkennungsdienstes liegt fertig auf dem Schreibtisch, scheint aber nicht weiterzuhelfen. Im Büro waren nur belanglose Spuren zu finden. Fingerabdrücke wurden überhaupt nicht erfasst, weil alle Büroräume jeden Abend geputzt werden. Nur Schrammels Abdrücke auf dem Geldschrank und der Schreibtischplatte sind wieder einmal registriert worden. Sie sind mittlerweile jedem im Erkennungsdienst schon mit freiem Auge vertraut. »Was machen wir jetzt, Cotton?« stellt Pilch in seinem engen, mausgrauen Anzug. »Den Täter verhaften«, sagt Cotton. »Waren die Beschreibungen so treffend?« »Na, danach könnten wir höchstens Peter Alexander und Herbert Grönemeyer verhaften.« »Wo verhaften Sie dann den Täter?« »Der Einfachheit halber hier. Ich habe ihn herbestellt. Er müsste jeden Moment da sein.« »Wer ist es?« sagt Pilch und beantwortet sich die Frage gleich selber. »Der Mann von der Geschäftsleitung wahrscheinlich. Der hat gewusst, dass genug im Geldschrank ist.« Cotton schüttelt den Kopf. »Wieso überhaupt der Täter? Waren doch zwei, glaube ich.« »Drei«, verbessert Cotton den Polizeipräsidenten. »Ich meine den Haupttäter, den zwei Komplizen wird er im Laufe der Verhöre schon nennen. Er hat den Tod des Kollegen in Kauf genommen.« »Ich verstehe kein Wort«, gibt Pilch zu und lässt seine Schultern hängen. Der Ströbinger hat die Eingangstür hinter sich nicht abgesperrt. So konnten die Komplizen lautlos ins Gebäude. Die Scheiben ist nur hinterher eingeschlagen worden und Ströbinger hat sich sogar von seinen Mittätern niederschlagen lassen. Es klopft. Schrammel zieht die Tür auf, Ströbinger kommt mit freundlichem Blick ins Zimmer, ahnt nicht, dass ihn Cotton verdächtigt. »Sie sind verhaftet«, verkündet Bilch, der sich nicht zurückhalten kann. »Was, ich?« Ströbinger schaut den Major entgeistert an. »Spinnt der?« »Weiß ich nicht«, sagt Cotton. »Ich weiß nur, dass Sie angeblich während des Telefonats von hinten niedergeschlagen worden sind.« »Angeblich? Auch die besten Geschichten haben Fehler.« »Was, Geschichten?« »Er telefoniert sich schlecht mit aufgelegtem Hörer.« Sofort kennt Ströbinger sein Versäumnis. Den Hörer hätte er zumindest anfassen müssen. Er sagt, wie zu erwarten, »Scheiße!« Pilch sagt, »Bravo!« Was erst recht zu erwarten war, denn nichts geht ihm über seine tadellose Statistik. Ein Schrammel kommt selten allein. Alfred Schrammel ist am Ziel seiner Wünsche. Er hat Major Cotterns Schreibtisch übernommen, allerdings nur für 14 Tage, weil Cotton auf Urlaub, wie immer, in Italien ist. Schrammel hat das ganze Jahr geduldig auf diese Chance gewartet. Seit 4 Tagen ist er stellvertretender Leiter des Morddezernats und ausgerechnet jetzt ist kein Mordfall in Sicht. So bleibt Schrammel nichts anderes übrig, als in einem seiner Mike Hammer-Romane zu blättern, die er längst auswendig kann. Heute sind die Mädchenjäger dran. 2 Formulierungen streicht Schrammel sich an. Vielleicht lassen sie sich mit kleinen Veränderungen in seinem eigenen Roman, an dem er seit Monaten bastelt, verwenden. Der Arbeitstitel lautet zurzeit »Hände hoch, Freddy Fogg«. Schrammels Kurzgeschichten, in denen er sich nicht auf Krimis beschränkt, sind auch bei den miesen Blättern bisher nur auf empörte Ablehnung gestoßen. Beim Gabelfrühstück und während des Lesens, einmal in der Minute, gilt der erwartungsvolle Blick des Leutnants dem Telefon, das nicht klingen will. Die Lady Bar in einer Seitengasse der Alsabachstraße öffnet jeden Tag um 2 Uhr nachmittags. Der Pächter, Josef Perkel, 42 Jahre, ein Mann mit 3 Staatsbürgerschaften, sperrt selber jeden Tag auf.
Er kontrolliert, ob die türkische Putzfrau ordentlich gearbeitet hat und seine Mädchen eingetroffen sind. Dann zieht er sich, auch jeden Tag, in sein Büro im Nachbarhaus zurück, wo er noch ein Lokal hat, ein seriöses Wiener Kaffeehaus mit Krawattenzwang wie in der Oper. Trotzdem kann er jeden Raum der Bar von seinem Büro aus akustisch überwachen. Am Nachmittag machen vier Mädchen Dienst in der weithin unbekannten Bar, ab 19.10 Uhr. An den Nachmittagen ist auch meistens nicht viel los. Touristen, die von professionsgeilen Taxifahrern angeschleppt werden, Tiroler, Bayern, Japaner. 15 Uhr. Heute sind nur zwei Herren in der Bar eingetroffen. Beide sitzen an der furnierten Theke, trinken Orangensaft mit Wodka, das Glas zu 190 Schilling. Gabi Beerwald, 25 Jahre, rothaarig, eine achtjährige Tochter, sitzt schon seit 10 Minuten auf den Knien eines der beiden Männer. Er hat sich als Willi Schrammel, Hotelier aus Scharnitz, vorgestellt. Der andere Mann ist angeblich sein Schwager, Eduard Röttinger. Der mögliche Schwager scherzt in fast unverständlichem Dialekt mit der Frau hinter der Bar, Roswitha Bekarek, 31 Jahre, die fast die ganze Zeit auf der Theke lümmelt und ihren Gast unnachgiebig mit Wodka Orange füttert. In der Bar gehört ihr der Name Tom, weil sie zwischen den oberen Schneidezähnen eine Lücke wie der Komiker Terry Thomas hat. Die anderen zwei Frauen sitzen auf der anderen Seite der Tanzfläche, die jetzt überflüssigerweise violett beleuchtet ist, und beschäftigen sich mit Pokerwürfeln. Aus den Lautsprechern hinter dunklen Vorhängen brummt und stöhnt Lionel Richie. Die Männer haben jeder drei komplette Getränke intus. Die Mädchen haben ihre in günstigen Augenblicken weggeschüttet. Lionel Richie wird von der heiseren Arthur Kitt abgelöst, die »I love man« zu schnurren hat. »Gibt's doch keine anderen Zimmer?« will Willi Schrammel wissen. »Doch«, sagt Gabi Beerwald vertraulich, »ich hab sogar sowas wie ein Schlafzimmer nebenan. Ist es das, was davor schwebt?« »Na schon«, nickt Schrammel. Er wankt mit bettelndem Blick dem Mädchen, das ihm nichts schenken wird, zu einem Bogenausgang neben der Theke nach. Auf der Ausgangstür steht in geklebtem Gold »Privat«. Über einen unbeleuchteten Gang mit Steinboden stolpert Schrammel weiter. Im Zimmer von Gabi Beerwald ist es dann erst recht dunkel. Der Hotelier aus Tirol registriert, was er in der Koje entdecken kann. Eine Matratze mit flachem Polster, ein Tischchen, auf dem eine Tube liegt, an den Wänden Ornella Muti auf insgesamt 4 Postern. In Schrammels Brust macht sich Aufregung breit. Er ahnt nicht, dass er dieses Zimmer nicht mehr lebend verlassen wird. 16.10 Uhr. Eduard Röttinger zeigt mehr Widerstand. Er ist inzwischen bei seinem 5. Wodka Orange angelangt. Tom Pekarek bemüht sich jetzt nicht mehr nur um ihn, auch um einen neuen Gast, einen Stammkunden, der ein Bier um 90 Schilling bestellt hat. Das preiswerteste Angebot in der Lady Bar. Gabi Beerwald kehrt zur Theke zurück, greift nach ihrem Glas. »Wo ist der Green?« fragt ihre Kollegin. »Auf meinem Bett. Er will sich jetzt noch mit dir unterhalten.« »Was, im Ernst?« »Ja«, sagt Gabi Beerwald. »Da keine Angst. Der ist normal und schnell.« »Na, hoffentlich übernimmt sie ihr Freund nicht«, zwinkert Roswitha Pekarek Röttinger zu. »Finanziell, meine ich.« Sie verlässt in ihrem auf beiden Seiten geschlitzten Kleid, das ohnehin zu kurz ist, als dass man ihr unter das Kleid schauen könnte, den Raum. Nach 2 Minuten kehrt sie polternd zurück, quietscht um Hilfe. Niemand weiß, was los ist, bis er Gabi Beerwald eine Ohrfeige versetzt. Roswitha Bekarek schlägt zurück, dann bekommt sie heraus, dass sie Willi Schrammel im Zimmer drüben tot aufgefunden hat. »Herzkasperl?« fragt Gabi Beerwald ungerührt. »Erstochen«, sagt Roswitha Bekarek. Alfred Schrammel ist im Sicherheitsbüro für ein paar Stunden noch weiter aufgerückt. Dezernatsleiter Schremser hat sich den Nachmittag freigenommen, er will zum Fischen an die alte Donau. Schrammel ist jetzt endgültig sein eigener Chef. Als er gerade, jetzt müsste jemand umgebracht werden, denkt,
läutet das Telefon. Das Morddezernat wird in die Lady Bar gerufen. Schrammel alarmiert den Erkennungsdienst. Im Paternoster trifft der Polizeipräsident Pilch, der sich nicht abwimmeln lässt und zum Tatort mitkommt. Über dem Eingang der Lady Bar zieht ein digitaler Leuchtsatz seine Bahn. Wir wollen keine Schokolade, wir wollen lieber einen Mann. In der Nacht sitzt auch ständig eine der Frauen als Blickfang hinter der Glastür. Tag, Herr Schrammel, grüßt eines der zwei Mädchen am Würfeltisch. Idiot, brummt der Präsident. Der Mann von der Welt kommt inkognito in solche Lokale. Im nächsten Augenblick wird Pilch vom Lokalpächter Josef Perkel mit »Hallo, Herr Mäsel« empfangen. Soll sich der Präsident darauf ausreden, dass er den anrüchigen Geschäftsmann aus Studententagen kennt? Anwesend sind jetzt die vier Frauen, Josef Perkel, Eduard Röttinger und der Stammkunde aus Passau und insgesamt vier Polizeibeamte. Schrammel und Pilch beäugen zunächst die Leiche. Die Tatwaffe, ein Fixiermesser, lässt auf den ersten Blick keine Schlüsse zu. Der Erkennungsdienst beginnt mit der gewohnten Arbeit, lässt aber gleich verlauten, dass sich auf dem Messer sicherlich keine Fingerabdrücke befinden. Der Präsident und der professorische Dezernatsleiter haben Roswitha Bekarek und Gabi Bärwald in das Bekarek-Arbeitszimmer mitgenommen und lassen sich dort die ungeschmückten Geschichten erzählen. Schrammel unterbricht nur ein einziges Mal, indem er einen winzigen Strumpfbandgürtel hochhebt. »Ist es Ihr Strumpfbandgürtel?« fragt er. »Meine Binde«, grinst Roswitha Bekarek und ergänzt, »für die Augen.« »Verstehe ich nicht.« Roswitha Bekarek atmet gekünstelt auf. »Wir werden nicht erschossen.« »Der falsche Schrammel ist umgebracht worden«, verkündet Pilch und straft seinen Beamten mit einem bösen Blick. Verachtungsstufe 4. Gabi Bärwald erzählt, dass Willi Schrammel mit Garantie noch am Leben gewesen sei, als sie ihn verlassen habe. Sie raschelt mit 2000ern, die ihr der Hotelier übergeben haben soll. Roswitha Bekarek wiederum behauptet, der ist schon tot auf dem Matratzen gelegen, als ich ins Zimmer gekommen bin. Da lügt wer, meint Schrammel. »Tolle Erkenntnis«, sagt der Präsident. Im Barraum erzählt Eduard Röttinger, der wirklich der Schwager des Ermordeten ist, dass Roswitha Bekarek 2 oder 3 Minuten draußen gewesen sei. Seiner Meinung nach hätte die Frau viel schneller mit der Todesnachricht zurück sein müssen. Für ihn hat Roswitha Bekarek nur ein gespucktes Wort übrig. »Arschloch!« Zu den Kriminalbeamten sagt sie, »Ich bin vorher noch auf der Toilette gewesen.« Die zwei würfelnden Mädchen kommen als Verdächtige nicht in Frage, weil sie den Tisch nicht verlassen haben. »Wo waren Sie in der fraglichen Zeit?« will Bilch von Josef Perkel wissen. »Im Kaffeehaus drüben, im Büro. Und Sie sind nicht zufällig zu den Schlafkojen herübergekommen?« »Ja, wozu? Woher hätte ich wissen sollen, dass der Bub allein im Zimmer ist?« Sonja Gripperwetz vom Erkennungsdienst ratscht herunter, was bei den Toten gefunden worden ist. 2 Scheckkarten, eine Kreditkarte, eine angebrochene Marlboro-Schachtel und ein Benzinfeuerzeug. Auf jeden Fall kein Schilling. »Raubmord«, klingt es aus Schrammel. »Na was sonst?«, sagt der Präsident. Gabi Bärwald spricht jedenfalls anerkennend von einer geräumigen Brieftasche des Hoteliers, in der es von Blau nur so gewurdelt habe. »Warum gibst du deinen Blätzen nicht zu?« knurrt sie gleich darauf Roswitha Bekarek an. »Blöde Kur«, sagt die beschuldigte Kollegin nur und reagiert nicht einmal aufgebracht. »Du hast ihn doch selber angestochen.« »Das sind genau die Fälle, die ich mag«, stöhnt Pilch. »Wir können nur auf Geduld, den Zufall und unsere Verhörtaktik setzen.« »Wer sagt denn das?« mischt sich der Herr aus Passau ein Vertreter für Aluminium-Weinpressen. »Sie sind wohl besonders intelligent«, höhnt der Präsident lautstark. »Wer hat denn diesen Schrammel umgebracht?« »Ja, ganz einfach«, meint der Vertreter. »Wer gelogen hat, ist der Mörder.« »Das weiß ich auch«, schreit Pinch. »Ist logisch, dass einer gelogen hat. Ich weiß nicht, wer gelogen hat. Warum sollten Sie wissen, wer gelogen hat?«
weil ich Stammkunde hier bin.« Der Präsident ringt nach Luft und einem kühlen Satz. »Wer ist für das Messer im Herz verantwortlich?« Der anonyme Vertreter streckt den rechten Arm entschlossen aus. Josef Perkel will sich ducken. »Der da!« »Ja, Sie hören doch mit, was sich in den Zimmern abspielt. Sie haben doch gewusst, dass er allein ist.« Der ausgesprochene Verdacht bestätigt sich schnell. Perkel erleichtert alles noch durch einen Fluchtversuch, der an der Faust der Erkennungsdienstlerin scheitert. In einem verborgenen Fach des Schreibtisches im Büro findet sich auch noch die dicke Brieftasche von Willi Schrammel. Der Vertreter Spasser bekommt in dieser Geschichte keinen Namen. Er bleibt auch für die Allgemeinheit anonym, weil der Präsident die rasche Klärung des Falls gegenüber der Presse ausschließlich auf seine Fahnen heftet. Wer ihn kennt, hat nichts anderes erwartet. Schrammel hat sich von seinem Tag als Dezernatsleiter mehr erwartet, darf aber nicht einmal zur Pressekonferenz mitkommen. Sein zitternder Ärger sucht und findet Trost bei Mike Hammer. Vielleicht sollte er sich auch selbstständig machen, den Verbrechen auf eigene Faust, ohne auf die Dienstfesseln Rücksicht nehmen zu müssen, gegenübertreten. Abwarten, sagt er sich in Gedanken, abwarten. Razzia. Peter Wugran, 42 Jahre, ein unbedeutendes Licht der Wiener Unterwelt, was schon daran zu erkennen ist, dass er es bereits auf 14 Jahre Haft gebracht hat, ist vor 6 Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden und logiert derzeit in einem billigen Zimmer eines sogenannten Hotels im 2. Bezirk. Eigentlich hatte die feste Absicht, in der nächsten Zeit nicht aufzufallen, obwohl man ihn seit der Entlassung schon für einige Arbeiten ködern wollte. Er hat als Fahrer nach wie vor einen ausgezeichneten Ruf. Heute kommt Emmerich Planer, in einschlägigen Kreisen nur Eule genannt, weil er dicke Brillen im Krankenhausstil der 50er Jahre trägt, mit einem Angebot ins unversperrte Hotelzimmer. Er eröffnet beiläufig mit der dümmsten Frage, die möglich ist. »Wieder Fremdfuß?« »Wie man sieht.« »Wie geht's?« »Danke für die Nachfrage. Es geht weiter.« »Das heißt, du hast dich schon entschieden. Geschäftlich?« »Sowieso. Eine große Sache?« »Was ist groß?« »Also, ich arbeite als Nachtwächter.« »Ich verstehe,« grinst Planer mit gefälschtem Oberkiefer. »Um was herauszufinden, oder?« »Na.« Wugran erwidert das Grinsen. »Um zu arbeiten?« »Du bist verrückt.« Planer macht ein dummes Gesicht und setzt sich auf den einzigen Stuhl im Zimmer. »Na, bisher hast du doch alles dran gesetzt, nicht arbeiten zu müssen.« »Stimmt.« Wugran knackt mit den Fingern. »Aber es hat man nur 14 Jahre, 2 Monate und 17 Tage Seminar einbrucht.« »Und die Firma, bei der du bist, weiß Bescheid?« Wugran nickt. »Ich habe es in meinem Lebenslauf geschrieben. Der Chef vertraut mir.« »Lieb, wie viel kriegst du in der Stunde?« Na, »darüber denke ich aber nicht noch.« »Solltest du aber,« meint Planer. »Ich weiß was, du erntest du 20.000 in der Stunde. Todsichere Angelegenheit. Kann ich da verraten. Ich brauche einen Fahrer.« »Frag den Lauder, der ist auch schnell.« »Zuhören kostet nix.« »Na, von mir aus.« Brummt Wugran, vergisst aber nicht, seinen Satz mit einem ausgiebigen Gähnen zu ergänzen. »In Stadtlau gibt's eine größere Firma, die zahlt die Gehälter noch bar aus. Jeden Freitag. Wenn der Buchhalter der Firma von der Bank kommt, nehme ich mir ihn mir auf den Parkplatz vor. Da kann gar nichts schief gehen, wenn ich dich als Fahrer hab.« »Was ist das für eine Bude?« Mittlerweile macht Wugran doch neugierige Augen. »Eine Maschinenfabrik. Berger und Co.« »Ja, wieso kennst du sie?« »Es ist eine von den Firmen, die ich in den Nächten kontrolliere.« »Das kann uns nicht daran hindern, sie am Tag zu erleichtern.« »Na, was ist jetzt? Machst mit?« »Vielleicht.« »Na ja oder na?« »Ja.« »Na, ausgezeichnet,« kommentiert Planer und holt eine kleine, bauchige Flasche Marillenbrand aus einer Jackentasche.
Major Cotton hat zum 842. Mal die Gelegenheit, eine der lauten Predigten seines Präsidenten mitzuerleben. Wie immer in dessen Büro. Herbert Pilch, Polizeipräsident honoris causa, steht hinter seiner Schreibtischmauer und bringt seine Meinung fast singend zur Geltung. Außer Cotton werden nur Schremser und Jerabek, der Leiter des Giftdezernats, von den konfusen Gedankengängern des Präsidenten belästigt. Schrammel darf abseits sitzen. Auch Pilch glaubt inzwischen, dass Schrammel nicht mehr zu belehren ist. Nach etwa 50 Minuten wird der Präsident jäh gestoppt, weil eines der Telefone schrillt. Pilch bricht mitten im Satz ab, nimmt den Hörer und sagt »Ja!« Noch weiß er nicht, dass er seinen Satz in diesem Leben nie beenden wird. Ein Mann meldet sich, offenbar aus einer Telefonzelle, der aber unbedingt Cotton sprechen will. »Wehe, wenn das ein Privatgespräch wird!« droht Pilch und überreicht dem Major den Hörer. »Hallo?« sagt Cotton freundlich. »Ich will Sie auf ein Verbrechen aufmerksam machen.« »Danke. Nennen Sie auch den Täter?« »Das Verbrechen ist noch nicht verübt worden.« »Was heißt es?« »Morgen 10:30 wird der Geldbote der Maschinenfabrik Berger in Stadtlau überfallen. Auf dem Parkplatz der Firma.« »Woher wissen Sie das?« »Weil ich bei dem Überfall dabei sein wird.« »In welcher Rolle?« »Wo ist Täter?« »Aha«, seufzt Cotton und beginnt an seinen Haaren zu zupfen. »Sie sorgen um 10:30 für den Straßensperr in der Erze zur Karlstraße.« »Ich verstehe doch immer nicht.« »Hab ich erwartet.« Der Mann am anderen Ende der Leitung hat aufgelegt. Cotton steht noch ein paar Sekunden mit verständnislosem Gesicht da. Dann legt er ebenfalls auf und berichtet, bis ihn der Präsident unterbricht und vor Freude in die Hände klatscht. »Und der Räuber ins B will, dass wir ihn mit einer Razzia unschädlich machen?« »Razzia gibt's keine«, sagt Schrammel. »Das heißt Straßensperre.« Das Wetter ist in Ordnung. Nicht heiß, kein Regen. Wugran sitzt hinter dem Lenkrad eines gestohlenen Opel Corsa 1,3S. Die Kennzeichen hat Wugran mit weißem Lack verändert. Emmerich sitzt auf dem Beifahrersitz und bearbeitet einen Zitronenkaugummi. Seit 10 Minuten folgen sie dem Buchhalter der Maschinenfabrik. Der Mann hält einen unauffälligen Österreich-Werbekoffer in der rechten Hand, als er aus der Bank kommt. Er hat ihn auch in der rechten Hand, als er auf dem Firmenparkplatz aus dem Firmen-PKW steigt. Wugran bleibt im Auto, lässt den Motor laufen, während die Eule auf dem Buchhalter losschlendert. Er schlägt ihn von hinten zu Boden, zerrt an dem Blechkoffer. Der Buchhalter schreit und versucht, sich mit Fußtreten zu wehren. Planer reißt wieder an dem Koffer, den der Buchhalter anscheinend nicht loslässt. Als Planer seine Pistole zieht, lässt sich der Buchhalter fallen. Planer beginnt, den Mann mit Tritten zu bearbeiten, kriegt die Tasche aber trotzdem nicht. Als aus dem Fabriksgebäude und aus einem Taxi Leute heraneilen, tritt Planer den Rückzug an. Der verhinderte Räuber rennt zum Auto. Wugran hat mehrmals gehupt, um zu signalisieren, dass auch er für schleunigste Flucht ist. Der Wagen fährt mit noch offener Tür ab. »Ich bin ein Esel«, keucht Planer. »Ich habe es verschissen.« »War der Koffer zu schwer?« »Der Hund hat ihn versperrt und mit einer Kette an seine Hand fixiert.« »Das ist dir nicht aufgefallen, als du die Sache vorbereitet hast?« »Na, Amateur«, schreit Wugran, der schon den Motor übertönen muss. »Und jetzt schnall dich an.« »Warum?« »Weil das kein Spazierfahrt wird.« Trotzdem kann Wugran bald langsamer fahren. Der Opel wird nicht verfolgt. In der Erze zur Karlstraße prallt das erfolglose Duo auf eine Sperre der Polizei. Wugran kann nicht schnell genug wenden. Ein uniformierter Polizist will die Wagenpapiere sehen. Wugran überreicht die Originalpapiere aus dem Handschuhfach. Minuten später werden die beiden schon zurück zum Tatort gebracht. In einem VW-Bus der Polizei in Begleitung von Cotton, Schrammel und Präsident Pilch. Planer wird sofort als Täter erkannt, von dem immer noch schwer atmenden Buchhalter der Firma Berger, aber auch von anderen Zeugen. »Gut, dass Sie uns vorher vom Überfall verständigt haben«, meint Schrammel überfreundlich zu Wugran. »Wieso er?«
sagt Planer schnell. Ich hab sie angerufen. Kottans vernichtender Blick gilt Schrammel, weil er die Sache nur komplizierter gemacht hat. Wugrand und Planer behaupten jetzt beide, der telefonische Informant der Polizei gewesen zu sein. An den Stimmen sind die beiden bestimmt nicht zu unterscheiden. Schrammel will seinen Fehler ausbessern. Die Straßensperre hilft uns bestimmt, beginnt es aus ihm herauszusprudeln. Der Anrufer hat uns ja gesagt, dass wir nur eine Sperre brauchen, in der Erde zu Kadelstraßen. Auch das hilft Kottan jetzt nicht mehr, weil beide Verdächtige mitgehört haben. Entschuldigen, sagt Schrammel und bestraft sich selbst mit einer Ohrfeige. Wir hatten das Auto besorgt, will Kottan von den Verdächtigen wissen. Nee, sagt Wugran. Planer nickt nur zustimmend, weil er nicht ahnen kann, dass Kottan sich bei der Frage etwas gedacht hat. Ich weiß, wer uns angerufen hat, erklärt Kottan. Bravo, sagt Pilch. Eine Razzia ist doch was Schönes. Wer hat angerufen? Der Wugran. Wieso der? Wiederholt sich der Planer. Weil der Anrufer schließlich dafür sorgen musste, dass das Auto bei der Sperre auffällt. Das hat ihr Freund mit den geänderten Kennzeichen erreicht, die nicht mehr mit den Papieren übereinstimmen. Und der Präsident eilt jubelnd davon. Was krölt er dazwischen? Das Kuf statt der Lied »All you need is love«. Die Internationale? Planer wird von Schrammel abgeführt. Damit entgeht ihm eine Information, die ihn noch mehr in Wut gebracht hätte. Wugran hat nämlich gestern noch veranlasst, dass der Buchhalter den Geldkoffer an seine Hand kettet. Planer konnte beim Auskundschaften des Coups also gar nichts auffallen. Alles geht schief. Den Plan für den Banküberfall hat sich Willi Ziegler ausgedacht, ein seit 10 Jahren erfolgreicher, das heißt nicht eingesperrter und mit seinem immerhin 37 Jahren der Polizei völlig unbekannter Gauner. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es immer schon gewesen, in Wien herumzuspazieren und mögliche Tatorte auszukundschaften. Jahrelang hat er sich darauf spezialisiert, sich unter irgendeinem Vorwand Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und mitzunehmen, was nur mitzunehmen ist. Seine Lieblingsrollen waren Lichtkassierer, Eilbriefträger, Planungsbeamter und uniformierter Polizist. In puncto Sicherheit ist Ziegler von Anfang an klar gewesen, dass allein durchgeführte Verbrechen am vernünftigsten sind. In puncto Lukrativität jedoch ist man auf Mittäter angewiesen. Seit 3 Monaten glaubt er, die geeigneten Komplizen für den großen Zug gefunden zu haben. Franz Wanneck und Robert Fürck, beide Anfang 30, beide der Polizei, Gendarmerie und ähnlichen Organisationen noch nicht aufgefallen. Fürck ist ein kleiner, athletischer Mann, den jeder auf den ersten Blick unterschätzen würde. Wanneck hingegen hat alle körperlichen Voraussetzungen zu einem Langstreckenläufer. Auf jeden Fall ist er doppelter Waffenexperte hinsichtlich Beschaffung und Anwendung. Der heutige Überfall soll nur der Anfang sein, die notwendige Ouvertüre. Am Anfang jedes großzügig dimensionierten Verbrechens steht die Geldbeschaffung. Deswegen hat Ziegler Robert Fürck auftreiben müssen. Da kennt jede Bank, jeden Postgeldschalter, jede Sparkasse in Wien und Umgebung, die immer noch ohne Videoanlage auskommen wollen. Fürck hält die Ouvertüre allerdings für das Finale und weiß nicht, dass er damit sogar recht hat. Die Wahl ist nach ausgiebigen Überlegungen auf eine winzige, kaum frequentierte Bank im Floridsdorf gefallen. Am Vormittag macht dort nur die 25-jährige Erika Ettel Dienst. Der Filialleiter ist nur an den Nachmittagen da, weil er vormittags eine andere Zweigstelle im Bezirk betreut. Der günstigste Termin für einen Überfall, behauptet Fürck, sei 11.10 Uhr. Um diese Zeit bringe eine Verkäuferin der Kaffeekonditorei gegenüber täglich einen großen braunen und ein Nusskipferl. Die Ettel hole sich die Lieferung immer selbst beim gläsernen Eingang ab. Wenn man also in diesem Moment in der Bank auftauchte, wäre die Bankbeamtin so ungünstig platziert, dass sie keinesfalls einen Alarm auslösen könnte. In aller Ruhe könnte man sich den nächsten Schritten widmen. Wanneck lenkt den Wagen, einen fast neuen Ibiza, gelb, der nicht gestohlen, aber mit falschen Papieren angemeldet worden ist.
ein risikoloses Fahrzeug. Fürk überprüft noch einmal seine Pistole. Alle drei haben bereits Handschuhe an. Hoffentlich geht nichts schief, sagt Fürk. Da kann nichts schief gehen, sagt Ziegler. Und es sind schon wieder diese Zeitungsdiebstähle am Sonntag, die meine Erfolgsstatistik versauen, schreit Herbert Pilch hinter seinem Schreibtisch. Wieder mal hat der Dezernatsleiter und einzelne Mitarbeiter in seinem Büro antreten lassen. Das muss endlich aufhören! Ich habe einen Plan, meldet sich Schrammel und macht einen Schritt aus der Reihe. Ausgerechnet Sie, staunt der Präsident. Man müsste sie nur verbieten. Mich? Was denn? Die Diebstähle? Es sind doch verboten! Nein, Schrammel zeigt sich von gelassener Seite. Die Sonntagszeitungen. Ist doch ganz einfach. Keine Zeitung, keine Diebstähle. Genial, lobt Schremser und versteckt sein Gesicht in beiden Händen. Pilch scheint ein paar Augenblicke ernsthaft über Schrammels Vorschlag nachzudenken. Dann schüttelt er den Kopf. Mein Konzept, sagt er theatralisch und auf Beifall lauernd, ist besser. Es heißt Präsenz. Neben jeder Zeitungsverkaufsstelle werde ich einen uniformierten Polizisten aufstellen und damit die Bevölkerung über Nacht zur Ehrlichkeit erziehen. Was halten Sie davon, Kottern? Ja, könnte funktionieren, gibt Kottern zu. Aber alle anderen möglichen Verbrechen werden nicht nur möglich bleiben. Begreife ich nicht. Es wird zwar keine einzige Zeitung gestohlen werden, höchstens von unseren Leuten, aber ein paar Banken werden ausgeräumt werden, ein paar Leute am helllichten Tag überfallen und so weiter. Blödsinn! Banküberfälle hat es in Wien doch schon seit Monaten keine gegeben. Da wird's bald soweit sein. Das gelbe Telefon auf dem Präsidententisch klingelt. Pilch hebt ab. Was ist los? Knurrt er. Ein Banküberfall? In Zeitlupe legt er den Hörer wieder auf. Ich hasse Sie, Kottern. Die Bank ist in Floridsdorf. Was soll ich machen? Hinfahren, sofort. Für Banküberfälle bin ich nicht zuständig. Für Banküberfälle mit zwei Leichen schon. Bei der Bank in Floridsdorf ist mindestens der Teufel los. Neugierige drängen, Journalisten und Fotografen versuchen sich zum Eingang durchzurempeln. Nur mit Mühe gelangen Kottern, Schremser und Schrammel ins Innere der Bank. Zwei Männer liegen, von Schüssen tödlich getroffen, auf dem Steinboden. Die Polizeiärztin Schett steht in einem Winkel bei einer Sitzgarnitur für Kundengespräche und redet mit monotoner Stimme auf die schluchzende Bankbeamtin Erika Ettel ein. Erst nach Minuten kann die Frau den Tathergang aus ihrer Sicht erzählen. Gleich nach 11 habe ich mir beim Eingang mein Frühstück geholt, wie jeden Tag. Als ich zum Schalter zurückgehen wollte, bin ich von hinten umgestoßen worden und habe alles fallen lassen. Sie zeigt auf die zerbrochene Kaffeeschale und den verschütteten Kaffee, in dem Schrammel mit beiden Schuhen steht. Es sind drei Männer gewesen. Einer hat dir den Strumpf über den Kopf gezogen. Die haben mich dann zum Geldschrank getrieben. Ich bin auf alle Kommandos eingegangen. Im Geldschrank liegt bei den 100er-Bündeln der Revolver des Filialleiters. Ich habe ihn genommen, mich umgedreht und sofort geschossen. Wie oft? Ich weiß nicht. Der hat fast von selber geschossen. Ich kenne mich nicht aus mit Waffen. Schremser nickt. Er hat die Waffe, die gar nicht gesichert werden muss, schon inspiziert. Genau dieses Modell soll demnächst auch zur Grundausstattung der Polizei gehören. Den mit der Strumpfmaske habe ich nicht erwischt, weil die Waffe auf einmal leer war. Der hat mich gegen die Wand geschleudert und das Geld selber verbockt. Wohin? In einen Rucksack mit großem Alfkopf. War der dritte Mann bewaffnet? Will Schremser wissen. Was glauben Sie? Ist er gleich geflüchtet? Fragt Kottern weiter, der erst jetzt zur Sitzgruppe kommt, weil er noch mit dem Verkäufer eines Delikatessenladens gesprochen hat. Der hat von gegenüber die Flucht des Räubers ebenfalls beobachten können. Jo, die paar Stufen hinunter. Ist er in ein Auto gesprungen? Jo, welche Marke? Ein kleiner Ford, glaube ich. Farbe? Braun. Haben Sie das Kennzeichen sehen können? Na, leider.
»Soll ich Sie gleich als Mittäterin verhaften?« fragt Cotton plötzlich. »Was, mich?« Erika Edel schaut den Major ratlos an. »Ich habe jedenfalls nie von einem Überfall gehört, bei dem ein Täter mit Maske und zwei ohne Masken aufgetreten sind. Es war aber so. Und ausgerechnet auf den mit der Maske haben Sie nicht geschossen?« »Zufall. Wollen Sie sich daraus eine Geschichte machen?« »Von den zwei Toten war nur eine bewaffnet.« »Meine Schuld? Wie soll ich das so schnell merken?« »Und die Strumpfmasken war braun?« hakt Cotter nach. »Schwarz.« »Ich verhafte sie auf jeden Fall gleich«, sagt Cotter. Schrammel, der die Kaffeepfütze doch noch verlassen hat, ist sich nicht sicher, ob es Cotter ernst damit ist. »Warum?« »Weil sie Komplizin ist.« »Und du bist ein obergescheiter Trottel, der nicht denken will«, sagt Erika Edel. »Sie haben bei Ihrer Geschichte nur zu viel gelogen.« »Hab ich nicht. Warum erzählen Sie uns von einem braunen Fluchtauto, wenn es gelb gewesen ist?« »Waren Sie dabei?« »Es gibt nur einen Grund für die falsche Aussage. Sie wollten Ihren Komplizen schützen. Ich will einen Anwalt anrufen.« »Das ist kein amerikanischer Krimi«, sagt Cotton und verlässt mit Schremser die Bank. Im Delikatessengeschäft hatte vorhin schon ein dänisches Dosenbier erspäht, das in seiner beachtlichen Sammlung noch fehlt. Schrammel sorgt für die vorschriftsmäßige Verbringung der Verdächtigen in den lauernden Polizeiwagen. Dann geht er zum nächsten Fernsprecher und erlöst Herbert Pilch aus seiner ständig gleichen Angst. Freigesetzt. Bedingt suspendiert, heißt die schöne Formulierung, auf die Polizeipräsident Pilch immer noch schwört. Betroffen sind ganze Dezernate und ich. Derzeit sitze ich daheim, in meinem improvisierten Arbeitszimmer. Eine weibliche Stimme will sich durch meine Nachricht auf dem Anrufbeantworter nicht abschrecken lassen. Hier Anschluss Cotton. Major außer Dienst. Sagen Sie, was Sie wollen. Persönlich habe ich wirklich nichts übrig für Personenschutz. Die etwa 35-jährige Blondine, die um 11 in einer nasenbetäubenden Wolke aus Haarspray und Parfum erscheint, hat trotzdem leichtes Spiel mit mir. Denn in der letzten Woche hatte ich nur mit den elenden Rückholfällen zu tun. Für eine Bank, die erstaunlicherweise immer noch als seriös gilt, habe ich bei Schuldnern Wertgegenstände eingetrieben. Videokameras, Stereogeräte, Autos und so weiter. Zwischen Eintreiben und Stehlen ist da nicht einmal ein gedachter Unterschied. Die Falschblonde in echten, schwarzen Leder will, dass ich ihren Mann beschütze. Ich eigne mich nicht als Leibwächter, behaupte ich in Sam Spade-Pose auf dem Schreibtisch und umarme mein rechtes, 41-jähriges Knie. Die aufdringliche Wolke der Besucherin beantworte ich mit meiner persönlichen Mischung aus Franzbranntwein und Heublumenbad. Ich schwitze immer, aber nicht gern. »Sie sind mir von anscheinend kompetenter Seite empfohlen worden«, sagt sie, setzt ein verächtliches Gesicht auf und will zur Tür. Der Satz sitzt. Ich nehme den Auftrag augenblicklich an. Der Auftrag lautet »Sterben verboten«. Nach 5 Minuten weiß ich die Details. Der Mann der Blonden, Rudolf Sabetzky, 58 Jahre, wird seit 2 Wochen zweifellos bedroht. Ein geklebter Brief, ein paar Anrufe, eine Sprengladung, die in sein Haus im 18. Bezirk geworfen wurde. Meine Ex-Kollegen tippen auf einen Verrückten und tappen im Dunkeln. Feinde ihres Mannes sind der Frau, die laut Scheck auf die Vornamen Irene und Katharina hört, nicht bekannt. Rudolf Sabetzky spielt untertags im eigenen Juwelierladen beim Fleischmarkt den alleinigen Verkäufer. Auf dem Beifahrersitz eines Hondas schwebe ich, chauffiert von Irene Sabetzky, ins Zentrum. Das zu niedrige Innendach verbügelt meine gebleichte Frisur. Das Spray der aggressiven Fahrerin erinnert mich an meinen alkoholsüchtigen Partner, mit dem ich die letzten Monate auf Streife war. Zuletzt hat der alles getrunken. Nach ein paar Gläschen Drei-Wetter-Daft hat er diese Welt, die angeblich beste aller möglichen Welten, in einer Urne Richtung Wiedergeburt verlassen.
Die Auftraggeberin parkt den Wagen bei der Hauptpost in zweiter Spur, schreitet ignorant an einem schmächtigen Polizisten mit Strafmandatblock vorbei und bleibt vor dem Eingang des Geschäftes stehen. Ich folge und verstecke den Blick hinter dem Kragen der Lederjacke. Der Jungpolizist erkennt mich trotzdem und setzt ein freches Gesicht auf. Der ausgestreckte Arm der Blondine zeigt auf das Schild »Geschlossen« in der Tür. Der Laden ist wirklich versperrt. Sie findet das komisch und verdächtig. »Er macht immer nur von 12 bis 1 Pause«, belehrt sie mich. »Ich verstehe. Es wird mit dem Summerton 13:20 Uhr. Hinter einer beleuchteten Vitrine entdeckt ich auf dem Boden 2 horizontale Männerfüße. Hat Sabetzky seine Schuhe senkrecht abgestellt und rennt den Hüttenpatschen im Geschäft herum? Irene Sabetzky hat inzwischen die gleiche Entdeckung gemacht und stößt einen spitzen Schrei aus. Zu alt für aufgeregt sein, trete ich in gelassener Haltung die erstaunlich widerstandslose Tür ein. Dem ersten Versuch verdanke ich eine leichte Zehenprellung, mindestens. Der zweite ist schon erfolgreich. Die Frau drängt sich an mir vorbei, geht in die Knie, rüttelt an ihrem sterbenden Mann, der ein blutendes Loch in der Brust hat. Er sagt nur mehr ein Wort. Es klingt wie »Verdammt« und wird mir und der Polizei schon gar nicht wesentlich weiterhelfen. »Verdammt« würden jetzt auch Mike Hammer und die kriminalistischen Sparflamme Schrammel sagen. Der Fall ist um, bevor er begonnen hat. Obwohl ich nicht damit rechne, dass der Mörder hier im Laden Telefongespräche geführt hat, ergreife ich den Hörer, um die Ex-Kollegen von der Polizei anzufordern mit einem kaum gebrauchten Papiertaschentuch. »Hat das Geschäft einen Hinterausgang?« will ich wissen. »Das geht sie nix mehr an, Kottan«, meint Irene Sabetzky. Ihr toter Mann scheint sie weniger zu beschäftigen als die beachtliche Laufmasche auf ihrem rechten Strumpfbein. Wenigstens passt jetzt ihre schwarze Kostümierung. »Jedes hier hat einen.« Ich bin mir schon sicher, dass der Täter durch die Hintertür gekommen ist und den Juwelier gut gekannt hat. Es kann gar nicht anders gewesen sein. Niemand wird sich zuerst erschießen lassen und dann seinen Mörder zur Tür bringen und hinter ihm absperren. Der Schlüssel steckt jetzt noch in der von mir ramponierten Tür. Die unvermeidliche Kriminalpolizei taucht in den Personen von Präsident Pilch und Schremser auf. Pilchs zurückgekämmte Haare sind mit Marmelade oder Pomade frisiert. Der Hemdkragen ist ihm zu eng. Das riesige, grellgelbe Mascherl zappelt bei jedem polizeilichen Satz. Schremser beachtet mich nicht. Der Präsident will zunächst von seinem persönlich Suspendierten nichts zum Mord hören. Er lässt mit großer Geste die Daten aus meinem Führerschein notieren, die er sowieso auswendig kann. Nach einer Weile glaubt er, die passende seelische Ohrfeige für mich gefunden zu haben. »Warum dilettiert der vielversprechende Major als Privatdetektiv?« Er scheint mich ernsthaft zu bedauern und präsentiert ein Grinsen von Ohr zu Ohr. »Weil mich die Polizei nicht will?« »Oje, die Aufnahmsprüfung nicht geschafft?« »Ein Zentimeter hat gefehlt.« »Wo und auf was?« »Mir, auf die vorgeschriebene Mindestgröße.« »Hatten Sie hier einen Auftrag?« »Jo, ich hätte auf den Sabetzky aufpassen sollen.« »Ist Ihnen nicht besonders gelungen?« »Ich bin nicht dazugekommen.« Pilch begleitet mich hinaus auf das verdreckte Trottoir und schenkt mir noch etwas kriminalistische Logik. Er hat nämlich die gut erhaltene Witwe stark im Verdacht. »Die erbt, kassiert demnächst bei der Versicherung. Und wenn sie ein besonders unverschämter Raffzahn ist, verkauft sie irgendwann sogar den geraubten Schmuck.« »Was macht sie so sicher?« »Mein Instinkt.« Eine der geläufigsten Redewendungen des Polizeipräsidenten lautet: »Ich bin mit Leib und Seele Polizist.« Warum versucht er es nicht endlich mit Hirn? »Sie vergessen, dass ich wahrscheinlich das beste Alibi der Frau bin.« »Verdammt!« Noch einer, der in Freizeit oder Dienst Mike Hammer studiert. »Sie halten wohl nicht mehr viel von der Polizei?« »Gesetz?«
Wofür halten Sie mich? Für den Besserwisser. Danke. Ich lächle ihn an und aus. Bevor er wieder zu Worten findet, verlasse ich ihn und überquere die Straße. Ich lande automatisch in einem kleinen, leeren Espresso. Die Serviererin, knapp über 20, in einem knappen Kittel, trippelt herbei. »Was ist denn drüben los?« fragt sie. »Der Juwelier ist gestorben.« »Freiwillig?« »Ich glaub nicht.« »Sind Sie von der Polizei?« »Wofür halten Sie mich?« protestiere ich mit eben gebrauchten Worten und greife nach ihrer linken Hand. »Für tot«, sagt sie, entzieht mir die Hand und geht hinter der Espressomaschine in Deckung. Meine rechte Hand zittert. Dabei bin ich bestenfalls geringfügig alkoholkrank, wie jeder dritte Österreicher über 25. Nur bei der Staatspolizei dürfte der Schnitt, wenn man jüngsten Berichten glauben darf, noch besser sein. Auch ohne Auftrag lassen sich interessante Entdeckungen machen. Am dritten Tag nach dem Mord treibe ich den Mann auf, der den Sprengstoff für den Anschlag im Haus Sabetzky beschafft hat. Der Lieferant hat mit mir sogar die Auftraggeberin gemeinsam. Die zur Rede gestellte Blondine, die heute nach 1000 Maiglöckchen riecht, wird nicht einmal blass. Sie gibt schnell zu, für alle Aktionen gegen ihren Mann verantwortlich zu sein. Offensichtlich wollte sie den Abgang des nachweislich Kreislaufkranken beschleunigen. Den Mord streitet sie ab. »Haben Sie der Polizei schon was gesagt?« »Ich bin die Polizei«, verkünde ich. »Worum geht es Ihnen? Um Schleiergeld?« »Ich will nur den Scheck ungestört einlösen, den ich schon hab.« »Der ist gesperrt.« »Muss das so bleiben?« »Na, mehr wollen Sie nicht?« »Ich bin kein Erpresser. Was ich genau bin, will ich selber nicht wissen.« »Wollen Sie mir den Schmuck beschaffen?« »Das kann ich nicht.« Das Espresso, in dem ich nach dem Mord gelandet bin, heißt »Now Here«, die Serviererin Elisabeth. Ich habe mich schon durchsetzen können und bin heute zum zweiten Mal in ihrem schmalen Bett. Elisabeth ist ein naives Mädchen, glaube ich, mit einem Sauberkeitstick. Während sie zum dritten Mal duscht, treibt mich die Gewohnheit durchs Wohnzimmer. In einer Lade des Wandverbaus entdecke ich ein fettes Geldkuvert und Schmuck. Die Ohrringe erkenne ich gleich wieder. Ich habe die Fotografien auf der Polizeiliste gesehen. Hilft der Zufall auch der beurlaubten Kripo? Ich kann mir die Geschichte prompt selber erzählen. Neben seiner ziemlich jungen Frau hat sich Sabetzky noch eine jüngere Freundin eingebildet. Der vorsichtige Mann hat sie neulich mit ganz anderen Erwartungen in sein Geschäft gelassen. Mein Wissen gehört schon der Versicherung. Heute allerdings noch nicht. Ein paar Tage kann ich ruhig warten. Und die Polizei auf jeden Fall. Soll ausgerechnet ich den Freunden und Helfern helfen? Die Aussicht auf noch 2, 3 Besuche bei Elisabeth erleichtert meine Entscheidung. Der heutige Abend gehört ab 20 Uhr einem Kanasterturnier beim Blunzenwirt im Floridsdorf. Die anrüchige Lokalität ist unumgänglich. Für stattliche Monopolspiele interessiere ich mich längst nicht mehr. Stoß und Baccarat in den illegalen Gürtelclubs sind mir zu simpel. Beim Kanaster kann mir keiner was vormachen. Schon beim Betreten der Gaststube schlägt mein Herz eine Oktave höher. Der Gulaschgeruch und die schlichten, geröteten Gesichter lassen keinen Zweifel offen. Hier bin ich richtig. Ich kann nur gewinnen. Das Knasterturnier ist ein Geschenk, das ich annehmen muss. PS, 22.30 Uhr. Geschenke gibt es nicht. Zumindest nicht für Idioten wie mich. Die Vorstadtgauner haben mich zuerst gewinnen lassen, dann gerupft. Eindeutiges Bandenspiel. Aber ich gebe trotzdem nicht auf, bis mein gebrachtes Bares und das Geld, das mir der nahe Bankomat für 2 Karten gelassen hat, endgültig verspielt sind. Original Wiener Blut. Die schmutzige Fassade des Nemetzhofes unterscheidet sich nicht von den anderen Fassaden im Bezirk. Der Aufzug, der vom Hochparterre in den 3. Stock führen soll, ist ständig kaputt. Die Hausverwaltung hatte schon abgetakeltes Pappschild angebracht mit der tröstlichen Nachricht: Wartungsfirma verständigt.
Hubert Berke, 46 Jahre, groß, stöhnt auf, weil der Weg über die abgetretenen Stufen keine leichte Sache für sein kaputtes Kreuz ist. Im zweiten Stock, im hintersten Winkel, entdeckt er die Tür mit der Rauchglasscheibe, wie bei Philipp Marlow. Agentur A. Kottern, heißt es da schwarz auf grau. Das Linoleum im winzigen Warteraum ist schäbig, die wackelige Bank würde in einen Bahnhof passen und die zerfetzten Zeitschriften auf dem Glastischchen berichten von längst vergangenen Jahren. Adolf Kotterns Kopf erscheint kurz in der Tür und sagt, »Ich bin gleich soweit.« Eigentlich könnte der stillgelegte Major den möglichen Kunden gleich hereinbitten. Außerdem Betrachten der Rechnungen und Mahnungen hat er nichts zu tun. Zurzeit ist er bleich wie ein Vampir. Er hasst die Stadthitze. Und Leute, die in Bräunungsinstituten dafür Geld ausgeben, was sie im Freien umsonst haben können, hält er auf jeden Fall für schwachsinnig. Durch das kleine Loch in der Wand betrachtet er den Mann im Warteraum. Wer Leute warten lassen kann, kriegt die größeren Schecks, lautet eine von Kotterns Regeln, die er sich als professorischer Privatdetektiv zugelegt hat. Als der mögliche Kunde mit den Füßen scharrt, lässt ihn Kottern ins Büro, auf den Klappsessel vor dem kleinen Schreibtisch. »Können Sie die Bürotür absperren?« fragt der Besucher ängstlich. Er riecht wie ein nasser Hund. »Wenn ich gehe, jo.« »Von Ihnen? Jetzt?« »Werden Sie verfolgt?« »Garantiert.« Seufzend schiebt Kotter den Riegel nach links. Dann zieht er sich auf seinen gepolsterten Stuhl hinter dem Schreibtisch zurück. Fast hätte er automatisch seine Beine auf den dafür reservierten Platz des Tisches gelegt. Der Gast kommt gleich zur Sache. »Fällt Ihnen gar nichts auf?« »Nein«, gibt Kottern zu. »Mein Aussehen? Haben Sie mich noch nie gesehen?« »Ich kenne Sie nicht.« Kottern zeigt ein arrogantes Gesicht und holt tief Luft. Er hat keine Ahnung, welche idiotische Nummer sein Besucher hier abziehen will. »Mein Name ist Kennedy«, hört er. In den Augen des anderen blitzt es auf. »John F. Kennedy.« »Der ist tot und eingegraben.« Kottern holt sich eine filterlose Zigarette aus seiner ägyptischen Blechschachtel. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ermordeten amerikanischen Präsidenten ist dem Mann auf dem Klappsessel nicht abzusprechen. »Das ändert auch nichts daran, dass ich auch Kennedy bin«, erklärt Berke gelassen. »Ich bin wieder da und brauche Schutz. Darum kommt keine Polizei in Frage. Unfähig und ignorant.« »Da bin ich sogar Ihrer Meinung. Aber was soll ich tun?« »Ich will nicht, dass es noch einmal passiert.« »Verständlich«, sagt Kottern. »Ich soll Sie als Leibwächter durch die Stadt begleiten?« »Ja, ich bin mir sicher, das Attentat steht unmittelbar bevor.« Kottern schüttelt den grinsenden Kopf. Die Angelegenheit wenigstens amüsant. Sein regelmäßiges Nachmittagsbier im Café Vorgarten hat er schon gestrichen. »Sie meinen, man würde Sie umbringen? Schon wieder? Sicher. Warum glauben Sie, dass man erst jetzt auf Sie abgesehen hat?« »Ich bin 46«, jammert Berke. »Kennedy war damals auch 46. Man ruft mich anonym an und keiner meldet sich. Man geht mir nach und beobachtet mich ständig.« Adolf Kottern bewegt seine 76 Kilo hoch, geht zum Fenster, fixiert die wandernden Lichter der Piepshow gegenüber. »Kann ich mit Ihnen rechnen?« »Ich habe als Leibwächter erst neulich versorgt.« »Sie glauben mir nicht. Das ist es. Ich glaube, Sie sind ein glänzender Fall für jeden Psychiater.« »Das habe ich auch geglaubt. Ich war ja bei Ihnen.« »Und?« »Die alte Geschichte. Die halten doch jeden, der bei Ihnen ankommt, von Anfang an für behämmert.« Der suspendierte Major hat bis jetzt nur von Leuten gehört, die sich für Hannibal, Nofretete oder Popeye halten. Überschlagmäßig gerechnet müsste dieser Kennedy im Jahr der Ermordung John F. Kennedy schon etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Wiedergeboren, während das Original noch am Leben war? Kottern schwingt das linke Bein über die Stuhllehne und setzt sich wieder hin. »Waren Sie schon bei anderen Detektiven?« »Nur bei einem. Der heißt Mann.
ist aber eine Frau. Mit welchen Namen wollen Sie meinen Scheck unterschreiben? Hubert Berki. Wieso nicht mit Kennedy? Muss ich jeden mit der Nase auf meine Identität stoßen? Berki fischt aus seiner Tasche seinen Pass, der auf Hubert Walter Berki lautet. Der ist lupenrein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ernstlich gefährdet sind, verkündet Kottan. Ich weiß es leider besser. Im nächsten Augenblick schöpft Berki aber selber Hoffnung. Warum glauben Sie das? Wir sind in Wien, nicht in Dallas. Deswegen bin ich doch hergezogen. Sie werden aber in Dallas erschossen. Das muss nicht sein. In Wien gibt es genauso Cowboys, die mich aus dem Weg haben wollen. Die Tatsache, dass ich hier unauffällig zu leben versuche, schützt mich nicht. Am besten wäre, denn Kottan Berke würde das Büro nicht mehr verlassen und einfach abwarten, bis er 47 wird. Was meint Ihre Frau zu Ihren Ängsten? Sie glaubt nicht daran. Gestern hat sie gesagt, die einzige Möglichkeit, das Attentat zu verhindern, sei mein Selbstmord. Ich sage Ihnen was. In 46 Tagen als Detektiv ohne Lizenz, unterbricht ihn Kottan, habe ich mir noch nie etwas sagen lassen. Ich sage Ihnen, dass ich von Ihrer Geschichte noch immer nicht überzeugt bin. Der Besucher bekommt Farbe. Ein paar Aufregungsflecken am faltigen Hals. Wieder verschwindet eine Hand in der Jacke, bringt ein Polaroid-Foto zum Vorschein, wirft es auf den Tisch. Vielleicht überzeugt Sie dieses Bild? Kottan dreht das reichlich dunkle Foto auf dem Schreibtisch zu sich. Ein schmaler Mann mit hoher Stirn blickt ihn spöttisch an. »Wir hatten das aufgenommen?« »Ich«, meint Berke. »Warum?« »Der hat mich verfolgt. Ich habe ihn abhängen können und fotografiert.« Wie immer, wenn Kottan unsicher ist, tastet er mit der Zungenspitze nach der Ruine seines einzigen Weisheitszahnes. Der Polaroid-Mann sieht zweifellos wie Lee Harvey Oswald aus. »Glauben Sie mir jetzt?« »Sie können mir ja irgendein Foto herknallen.« »Ich bezahle Sie nicht, damit Sie mir misstrauen.« Kottan kann die Gedanken, die sich in seinem Kopf winden, nicht mehr bremsen. Seine gewohnte Vorgangsweise, den ersten Scheck einmal einzustreifen und dann weiterzusehen, kommt dieses Mal nicht in Frage. Wie jeder ist auch er über die Ermordung John F. Kennedy halbwegs informiert. Die vielen seltsamen Todesfälle nach dem Attentat haben auch ihn oft genug heftig spekulieren lassen. »Was haben Sie heute noch vor?« »Nix. Das Cup-Finale um 9 will ich nicht versäumen.« »Ich auch nicht«, sagt Kottan. »Bin ich eingeladen?« »Bin ich Ihr Fall?« »Ich überschlafe die Sache.« »Aber vor dem eigenen Fernseher.« Berke räumt das Foto und die Schecks in seine Jacke und steht mit düsterem Gesicht auf. Wieder trifft ihn der jähe Schmerz im Rücken. »Sie müssen mir verstehen«, sagt Kottan und versteckt ein Grinsen. »So ein Fall wird einem nur selten angeboten.« »Warum, glauben Sie, suche ich mir einen Detektiv, von dem man annehmen muss, dass er keinen Fall ablehnen kann?« »Nein, habe ich noch nicht gesagt.« »Ich rufe Sie an. Wenn Sie Hinterausgänge bevorzugen, halten Sie sich in der Halle links.« Der Besucher zieht ab. Sein Geruch hängt bestimmt noch ein paar Minuten im Raum. Den hinteren Ausgang hat Kottan nur erwähnt, um Berkes erste Schritte draußen vom Büro aus beobachten zu können. Nach einer Minute begibt er sich zum Fenster. Er hat sich nicht verschätzt. Berke taucht schon auf dem Trottoir auf. Er dreht sich einmal um die eigene Achse und verschwindet dann in Richtung Praterstern. Kottan sieht auch den schlanken Mann sofort, der sich so brennend für die vergilbten Fotos der Piepshow zu interessieren scheint. Immerhin hat er ihn eben auf einem Polaroid-Foto gesehen. Der Mann steckt in einer weiten Windjacke und schlägt denselben Weg wie Hubert Berki ein. Er scheint etwas unter der Jacke versteckt zu haben. Kottan lässt die Zigarillo aus dem Fenster fallen und rennt zur Treppe. Bei einem Würstelstand entdeckt Berke seinen Schatten. Lee Harvey Oswald. Kein Zweifel möglich. Und an dem Gewehrlauf, der unter der Jacke herausragt, ist auch nicht zu zweifeln. Berke reagiert sofort mit Flucht. Er muss sich umdrehen, um zu wissen, dass ihm Oswald folgt.
Ein Terrier schnappt kläffend nach ihm und einen Passanten rammt er zu Boden. Er merkt nicht einmal, dass es Cotton ist, den er auf den Asphalt streckt. Der Gehsteig wird schmäler. Müllbagger versperren ihm den Weg, machen Bemerkungen über seinen verwirrten Zustand. Berke muss auf die Fahrbahn ausweichen, gerät schließlich ins Gedränge eines Flohmarktes. Einerseits fühlt er sich hier fast geborgen, andererseits ahnt er, dass er hier dem Mann mit dem Gewehr fast schutzlos ausgeliefert ist. Wie soll er Lee Harvey Oswald unter den vielen Gesichtern rechtzeitig erkennen? Cottons rechte Handfläche blutet, sein rechtes Hosenbein hat einen Riss. Berke und sein Verfolger, der im Vorbeilauf mit dem Gewehrkolben nach ihm geschlagen hat, sind ihm vorläufig entwischt. Er vermutet die beiden in der Menge, wo man um Taschenbücher und Spielzeug feilscht. Auf der Spesenrechnung wird direkt unter der Männerhose Schmerzensgeld stehen. Hubert Berke drängt sich durch die Leute, die nicht zurückweichen wollen. Dann entdeckt er den Mann mit dem Gewehr nicht einmal 3 Meter hinter sich. In der Menge fällt ihm gleichzeitig noch etwas anderes auf. Ein kleiner Revolver in der rechten Hand eines beleibten Mannes, den er zu erkennen glaubt. Der zweite Attentäter? Berke duckt sich, lässt sich fallen. Gleich darauf ist ein einziger Schuss zu hören. Berke spürt nur sein Kreuz. Getroffen scheint er nicht zu sein. Der Schuss ist aus dem Revolver gekommen und hat den Mann mit dem Gewehr aus nächster Nähe in die Brust getroffen. Plötzlich ist Platz. Die Leute rennen in alle Richtungen davon. Zurück bleiben der tödlich verletzte Mann, der Berke verfolgt, und der Mann mit breitkrempigem Hut, der den Schuss abgegeben hat. Der lässt die Hand mit dem Revolver sinken und starrt an dem Sterbenden vorbei. Jetzt ist auch Cotton endlich da, schlägt dem Schützen die Waffe aus der Hand und dreht ihm den Arm auf den Rücken aus. Der Revolver schlittert davon, bleibt um deinem geflochtenen Puppenwagen liegen. Hinter einem Büchertisch rappelt sich Berke hoch und kommt staunend heran. Cotton schnappt nach Luft. Er lässt den Arm des schwitzenden Schützen schnell wieder los. Den Scheck hätte er vorher nehmen müssen. Der Mann vor ihm blickt mit enttäuschten Augen Berke an, der seine Krawatte zurechtrückt. »Anscheinend bin ich zu früh gekommen«, keucht er. Seine linke Hand ist zur Faust geschlossen. »Ich muss mich bei Ihnen bedanken«, sagt Berke freundlich und froh und streckt dem Schützen die Hand hin. »Sie haben mir das Leben gerettet, Herr.« »Ruby«, sagt der Mann mit dem Hut traurig. »Jack Ruby«.